Heute gibt's wirklich was richtig Krasses. Und zwar, Russack meinte irgendwie, er hat einen Spezialauftrag vom König aus Dubai. Das heißt für uns, wir müssen unsere 7 Sachen packen und es geht nach Dubai. Da sollte nämlich heute große Änderungen geben und da ist auch schon Russack. Russack, was gibt's? Was ey, Shani, Alter! Was ist der große Auftrag, Bro? Bro, der König von Dubai hat 2 Influencer geladen. Dich und mich. Und was? Der, der weiterspringt in Dubai bei dem Stadtsprung, bekommt es XXL 100 Millionen Dollar Dubai-Mobil. Alter, was hast du hier für ein Auto, Russack? Wollen wir mit dem Auto von mir fahren oder willst du... Bro, ich bereite mich für den Stadtsprung vor. Entspann dich. Was? Ich spring gleich so. Wir sehen uns in Dubai. Wow, Leute, Alter, was ist denn mit Russack los? Der ist auf jeden Fall gut vorbereitet. Ich sag euch ehrlich, das heißt, wir müssen zum Flughafen und jetzt geht's mal nach langer Zeit wieder nach Dubai. Ich wollte ja eh ein paar neue Autos aus Dubai holen, weil ihr wisst, da gibt's immer die absolut krassesten Hypercars überhaupt. Autos aus Dubai sind und bleiben einfach die krassesten, weil da kann man tunen, wie man will und das ist einfach so das Heftigste. Ab geht's nach Dubai! Alter, hä? Russack, wir sind doch hier gar nicht in Dubai, hä? Was sollen wir denn hier machen? Bro, wir wurden hier abgesetzt, weil die Strecke führt zu Dubai. Fahr mal schneller! Ich guck mir das... Oh Gott, was ist das für ein Auto, Leute? Das ist ein Über-Hyper-Dubai-High-Auto. Das... Wow, was ist das denn? Okay, der meint ja, wir sollen Stadtsprung machen. Und da vorne ist Dubai. Wie krass ist das bitte? Und Leute, wir haben jetzt die Challenge bekommen für Stadi Performance. Aber ich denke mal, ich werde das eh locker gewinnen, weil ich mich auch extrem gut mit Autos auskenne. Und Russa kennt sich nicht so gut mit Autos aus, würde ich sagen. Und zwar guckt euch das mal bitte an. Hier stehen jetzt verschiedene Autos, die man auswählen kann, um über Dubai zu springen. Und das Auto, welches weiter bekommt, bekommt einen Punkt. Und am Ende werden wir die krassen OP-Rainbow-Autos gegeneinander antreten lassen. Und zwar, das ist mein Rainbow-Knuckles-Urus, der absolut krass aussieht und 10.000 PS hat, gegen Russack sein OP-Lambo. Und diese Autos werden aber jeweils 2 Punkte geben. Aber ihr würdet das schon verstehen, Leute, das ist gar nicht so kompliziert. Um jetzt aber erstmal anzufangen, Russack, du weißt, wie es geht. Und zwar, wir müssen jetzt erstmal ein random Vehicle spawnen. Oh, was ist das denn für ein Truck? Bro, das ist dein erstes Fahrzeug, oder was? Das ist mein erstes Fahrzeug. Bro, schämst du dich eigentlich? Ja, oder? Ich bin gespannt, was du für ein erstes Fahrzeug... Ja. Ah! Okay, Russack, du kannst vorfahren. Los! Ich weiß nicht, ob ich durchpasse. Doch, ich passe durch. Oha, der ist aber schnell. Unnormal. Bro. Oh mein Gott. Ja, oh nein, nein, ich hatte da einen Fehler gehabt, Bro. Nein. Wie Fehler? Mein Auto ist ganz am irgendwo hängen geblieben. Das gibt's doch gar nicht. Ist nicht abgesprungen, oder was? Ja, ist hängen geblieben. Dürfen wir das dann nochmal wiederholen, oder was? Ja, wiederholen. Okay. Außer es bleibt die ganze Zeit hängen, dann hast du einen Hänger. Okay, wir dürfen nochmal wiederholen. Also werden wir das auf jeden Fall machen. Das war irgendein Fehler der Strecke gewesen. Also das dürfte... Ah, seht ihr, Leute? Ich hab mich so gut ausrollen lassen, jetzt. Bro. Das glaubst du gar nicht. Ja, ich muss sagen, ich fliege hier ein bisschen wild. Aber ich sag dir ehrlich, das kann doch nicht sein. Was hast du denn für einen krassen Wohnwagen gehabt, ey? Oh, warte, war gut, der hat 1000 km/h geschafft. Leute, wir können uns ausrollen lassen, wir können uns ausrollen lassen, das ist das Gute. Da musst du aber noch eine Weile rollen, mein Freundchen. Bro, wo bist du? Warte mal, ich toggle dich mal. Oh, Russack ist noch 1 Kilometer vor mir. Das sieht man links unten auf der Karte. GG, Russack, erste Runde ging an dich. So, Russack, jetzt wirst du dir das erste Auto auswählen. Das ist immer ein extremer Vorteil. Bro, rot natürlich, weil ich selber rot mag, Bro. Okay, der GT63 ist... Oh, der ist nicht... Nein, der war schlecht gewesen. Na, der Bounce, das ist ein Bouncer. Aber der Bounce... Oh, nein, der Bro, ein Bouncer musst du einfach nur kontrollieren können, verstehst du? Ja, Russack, warte mal, ich stell mich mal hin. Der steht 1-0 für mich. Ja. Ich bin fast bei dem Dubai-Auto, mein Freund. Fahr los, Junge, das ist... Okay, ich muss nochmal starten. Du wirst nochmal neu starten. Ich bin gegen die Wand geknallt am Anfang. Wow! Leute, ist das clean. Wow! Ja, meiner ist gut, Bruder. Bro, aber ich glaube, deiner ist nicht so gut wie meiner. Sag ich die Real Rap. Rollst du gut auch? Oh Gott, ich sehe dich fliegen, Ja, ich flieg gut, Digga. Ich muss mal ausrollen, Leute. Ausrollen ist erlaubt. Rollst du da unten noch? Ich roll da unten noch. Russack ist direkt hinter mir. Oh! Ja, das war's, Russack. Wie? Ich roll doch noch.
Ich muss auch noch ausrollen. Ich gebe kein Gas. Was? Guck mal. Ey, das gibt's doch nicht. 2-0. Bro, ich habe kein Gas gegeben. Ja, ich glaube. Einfach dich. Ja, aber ich bin auch, glaube ich, weiter geflogen. Weißt 2-0 du? Für Russak. Schade. Okay, Russak, jetzt spawnt jeder ein random Vehicle und das tauschen wir, okay? Ja, okay. Und zwar, ich gebe dir das Auto. Oh mein Gott. Aber ich glaube, den hatte ich. Nee, der war krass. Nee, der war nicht krass. Der war nicht krass, Bro. Bro, der wird krass sein. Nein, das ist zwar, Leute, der Super-Saiyajin. Entspann dich. Du hattest den bei kaputter Strecke-Experiment, okay? Nein, der nicht war... Nicht bei Weitsprung. Ach, stimmt. Du kleiner Nubi, ich hör dich so hops nehmen. Jetzt guck ihn dir an. Bro, Achtung, ich mach eine Durchsage. Ey, du bist richtig abgehoben, Russa. Ich sag dir ehrlich. Guck mal, auf Wiedersehen. Bro, ich bin gespannt. Oh mein Gott, so schnell ist er nicht. Nee. Wie schnell ist er? 900. Russa, guck mal hinter dir. Tschüss. Oh, ich seh's. Oh, Bro, du wirst von einem normalen GTA-Auto abgezogen. Ja, Bro, wie du es gesagt hast, der ist halt nicht so gut. Was soll man machen? Ich bin gespannt, ob du noch ein bisschen... Ja, du bist gelandet. Ich gebe kein Gas, aber er rollt nicht so weit. Oh, was? Ich nicht. Das normale GTA-Auto ist fast weiter. Nee, ist weiter. Als die anderen, Bro, als die anderen da vorne. Weg mit dir. Das war wohl nix. Ja, okay, 2-1, oder? 2-1. Dann darfst du jetzt das nächste Fahrzeug auswählen. So, ich darf das nächste Fahrzeug auswählen. Ja. Und hier gibt es einmal Aventador gegen Königsex Agera. Oder Area. Ja, doch, Agera müsste das sein. Ich nehme natürlich Lamborghini Aventador. Oh mein Gott, bist du blöd. Nein. Das ist ein Agera RS, okay? Ja, okay, aber das ist Bro. Auch eine Special-Variante mit Carbon Aventador. Carbon S ist das, weißt du? Bro, guck mal, ich gebe. Boah, Bro! Nein, du hast kein... Wie schnell bist du? Bro, 1300! Was? Bro, aber guck mal hinter dir! Was? Guck mal hinter dir! Ich hab Angst! Guck mal hinter dir! Ich flieg doch gut! Fliegst du über mich drüber? Tschüss! Was? Tschüss! Oh mein Gott, hier ist überall Wüstensand auf mein Auto! Und... Ja, guck mal hier, das ist... Oh! Ey! Das ist neuer Rekord, Russak, mit der Karre. Ja, ich sehe es gerade. Ich gebe gerade kein Gas mehr, aber wir kommen fast über ganz nach Dubai. Bro, du hast... Ey, Mann, ich sehe dich gerade. Also das war, ich sag dir ehrlich, ich werde ausrollen lassen. Guckt euch mal das an, hier ist voller Sand, das Auto. Holy moly. Oha, du bist echt voller Sand. Was hast du denn getan? Ja, hier ist Sand halt viel. So, ich bin ja sogar abgebremst. Also ich würde mal sagen, das war Hälfte von Dubai gewesen. Viel hat nicht mehr gefehlt. So, Russak, das heißt, wir werden jetzt 2 Autos spawnen und jeder dürft sich ein Auto auswählen, okay? Okay. Ja, eins. Das nehme ich. Oh. Okay, warte. Oh! GT63 Mercedes, Leute. Ja, okay. Und das Auto ist sehr stabil. Ich kenne die Performance von dem Auto. Das ist übertrieben krass, der Wagen. Ich nehme den gefakten Audi e-tron. Ja, okay, nimm den. Du kannst fahren, Russak. Ich bin direkt hinter dir. Ich werde, also, wenn ich hier nicht gewinne gegen dich, dann weiß ich auch nicht. Elektropower! Wow, nicht gut, Leute. Nee, meine ist nicht gut. Also, meiner ist auch nicht gut. Oh, doch, aber besser als deiner. Auf Wiedersehen, Russak. Bro, schaffst du es überhaupt? Hä? Nee, meine war richtig schlecht. Schaffst du es nicht mehr auf die Strecke? Doch. Das ist mit das beste Auto. Yo, ich glaube, der könnte sogar an den Lamborghini rankommen. Boah, okay, ich bin so schlecht. Schade. Also sonst hätte der rankommen können, aber der war echt stabil gewesen. Easy. Russak, ich glaube, es steht mittlerweile 3-2 für mich. Ja, okay. Kleines Comeback ist okay. Ich dachte, damit es ein bisschen spannender bleibt. Jetzt kommen wir raus. Oh. Bro, ich sag dir ehrlich, ich nehme die G-Klasse. Nein, nimm den anderen. Nein, ich nehme die G-Klasse, Bro. Bro, guck mal, wie fett der ist. Ja, aber vielleicht hat der irgendwelche Supertricks oder so. Ich habe keine Ahnung. Oha. Aus dem Weg! Wow! Hast du gesehen, Alter. Was für eine Power? Hast du gesehen, was für eine Power? Hä, der ist gar nicht... Bro, was laberst du dir? 1100? Ja, okay, du bist weiter. Safe. Echt? Ja, ich bin gerade mal 800 mit der G-Klasse. Hä? Bro! Ja. Ich bin nicht mal ansatzweise in deiner Nähe. Ja, ich weiß, du bist halt schlecht. Ey, du hast gerade eine Mansory G-Klasse absolut zerstört. Du bist 800 Meter vor Ich bin weiter als ein Brabus.
Ich roll mich gerade aus. Ich bin weiter als der Bravo. Oh, das ist doch frech, Leute. Und da, und guck mal, wie er rummeckert, Leute. Erst, ich wollte ihm auch eine Chance lassen und es steht jetzt. Oh mein jetzt, Gott, was ein Monster. Es steht 4-4, glaube ich, muss es stehen. 4-4. Ja, ansonsten seht ihr auch die Punkte. Nee, 3-3, glaube ich. 3-3, stimmt, 3-3 steht es. Russack, jetzt machen wir Random Vehicle. 3 Stück spawnen und das größte müssen wir fahren. 1, 2. Oh, oh mein Gott, nein! Bro, hey, du hast doch voll ein gutes Auto. Guck mal mein Auto an. Bro, das größte, guck mal, Motorrad wäre so krank gekommen. Warte, warte, das ist größer als das andere. Hä? Komm her, komm her. Guck mal, dieses Ding, dieses Glas ist höher. Bro, du hast recht. Du hast recht. Ist es höher? Das Glas ist höher, ja. Ja! Ich werde so verlieren. Bro, du musst dir vorstellen, einfach bei größten Fahrzeugen spawnen, bekomme ich ein Motorrad raus. Wie viel Glück kann man haben? Guck mal das Auto an. Nice, Bro. Auf Wiedersehen. Junge. Ja, okay. Bro, ich glaube, das ist der erste Dubai-Jump overdue Dubai. Das ist hier, Junge. Bro, ich schaff Dubai zu jumpen. Wirklich? Komplett, oder Spectate was? Spectate Player. Okay, warte. Ah! Oha! Bro, du fliegst aber neben Dubai. Ich korrigiere in der Luft, guck. Bro, was ist das denn, Leute? Bro, das ist Rekord. Was ist das denn, bitte? Aber ganz gut, schaffst du es auch nicht. Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff es nicht, Tani. Ich falle runter. Ja, aber ich sag dir ehrlich, Russack. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, also, das muss ich echt sagen, nicht schlecht. Also, das ist. Ja, okay, Motorrad ist halt Rekord, okay. Ja, so, du kannst das nächste Auto auswählen: einmal Rainbow Lamborghini gegen einen absolut krass getunten Honda Civic Air, Bro. Type R. Lambo. Bro, aber guck dir, ich sag dir echt, ich glaube, der Honda würde ich abziehen. Wow! Ja, spring lieber runter, mein Freund. Ciao! Ey, Junge, du glaubst gar nicht. Folge dir! Wirklich! Ich schwör's euch! Ja. Das ist das Auto. Stimmt. Das ist das Auto, der Typ auf TikTok, Leute. Oh mein Gott, das ist ein Ford GT. Der so durchdreht. Das ist ein Ford GT, aber das ist... Ford GT. Warte mal. Hä, ist das ein Ford GT? Das ist ein Le Mans. Das ist ein Ferrari, Bro. Bin ich lost, oder was? Das ist ein Le Mans. Okay, 3, 2, 1. Los! Meiner ist gut. Geht. Ja, holst du mich? Bro, meiner ist besser. 1000. Meiner ist besser. Echt? Oh! Oha! Bro! Digga, wieder vorbeischießt. Junge, das ist ein Silberpfeil gewesen. Zack, Leute. Ja, oh, also ich glaube dir ehrlich, ich glaube so vom Jump her. Oh, mhm. Also ich glaube Rekord sogar. Das Auto hat ein bisschen Schaden bekommen, aber wow. Meiner war absoluter Müll, Bro. Also Rekord nicht, aber meiner war echt gut gewesen. Also Mansory hat die gute Arbeit geleistet. So, jetzt kann ich mir das nächste Auto aussuchen. OP-Tool. Ja, Bro. Hier, nimm mal den. Nimm mal bitte den. Ey, warte mal, wir haben gerade ausgesucht. Ach, stimmt. Nein. Ja. Okay, 3 Autos spawnen und 1 kann jeder sich auswählen. Okay. Oh, 1. Oh, ich hab 1. Oh, spawnt nicht. Wie viel steht jetzt? Es steht 6-4 für dich. Okay. Digga, es spawnt. Oh Gott. Oh Gott. Okay, oh, Gott sei Dank noch. Okay, du hast doch. Noch. Aber du hast keine Chance gegen den hier. Niemals. Bro, ich hab noch. Digga, was für keine Chance. Hast du mal mein Auto gesehen? Es ist ein. Benz GT. Ja, dann fahr mal. Okay. Zack. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist stark. 1300. 1300. Ciao. Was? Ciao. Junge, du bist schneller als der Le Mansory. Ich seh dich nicht mal mehr. Ey, warum hab ich so ein Lit? Ey, ich hab so schlechte Autos. Ja, nicht ganz, 1280 oder sowas hat er gepackt. Ey, bei mir. Der ist ja absolut. Leute, das ist das schlechteste Auto. Bro, es ist schlechter als der eine Truck von dir. Bro, meiner ist unnormal stabil. Ey, du bist 2 Kilometer vor mir gewesen. Okay, 7-4 für dich, aber denk dran, das letzte Auto zählt immer doppelt. Also 2 Punkte gibt's fürs letzte Auto und ich weiß schon, was ich will. Leute, ich kann das Auto direkt nehmen. Ich sag ehrlich. Oh, du hast dich falsch entschieden, Bro. Digga, Bro, du kannst doch auswählen. Ach so. Ja, das war doch... Ich war gerade... Okay, los, dann nimm hier den Mercedes. Nimm den Mercedes. Nein, alles ja, gut. Ich war gerade so... Ich so, warum steckst du... Aber ja, ich hab ja den Tunus. Der Tunus. Bro, oh, der Tunus ist so schnell.
1400, ja, Bro. Ich hab's vergessen. Bro, ich flieg komplett über Dubai Junge. Gefühl. Leute, okay, was soll ich da machen? Rekord, 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 ich Bro, Ich fliege Rekord. Mit langweiligen Brabus rüber. Och, Mann, Stani. Ich glaube, das ist das Rekordfahrzeug von heute. Oh, warte. Nein, ist es gar nicht. Ich habe gerade den Ford GT überholt. Ich habe jetzt den Lambo und den einen Grün überholt. War jemand weiter als der Lambo? Dann ist das aber nicht so krass gut. Russack, 8-4 für dich. Wir werden jetzt, wie nicht krass gut? Wir werden jetzt machen, 3 Autos spawnen und den Gegner ein Auto geben. Okay. Oh, Bro, ich hab schon... Oh, gib mir den Lambo, komm. Nee, ich geb dir das mit den Geschützen. Ey, Russack! Ey, Russack, spawn nur Müllautos. Yeah, yeah, Bro! Das ist das wahre Stadion-Performance, Bro. Ist das dein Ernst oder was? Bro, das habe ich doch noch letztens bei Stani Performance im Showfenster gesehen. Guck mal, ja komm, fahr los. Oh, wie süß! Boah, das geht ab, das geht ab! Boah! Oh, verdammt, meine Scheiße. Der fährt 1000 km/h, Bro! Bro, der meine. Der ist 1000 km/h gefahren, die Möbel. Bist du schon gelandet? Nee, ich flieg noch. Oh, ich seh dich. Oh, du bist eine bittere Pille für dich. Ja, ich bin. Das war's. Es ist trotzdem bittere Pille. Siehst du mich vor dir? Ja, ich seh dich. Aber ich lande voll schlecht, ich kann nicht rollen. Ich kann nicht rollen, ich kann nicht rollen, ich kann nicht rollen. Ich kann rollen, aber es bringt nichts. Oh mein Gott, Bro, ich bin auf dem Kopf gelandet. Also es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber ja, es hat nichts gemacht. Au! Oh, weg mit dir! Wie weg mit dir? Ich hab dich zerstört, hä? Mit deinem kleinen Mobil. 9-4 für Russack, ey, wir haben so viel Pech. Also es hat ja nicht nur was mit Können zu tun, aber Russa kriegt einfach die absoluten OP-Autos irgendwie, Leute. Ich check das nicht. Bro. Ja, okay, ich nehm's direkt, Leute. Bro. Ey, da hab ich wieder keine Chance. Das Bro, schlecht, ich will ey. Ja nicht... Bro, was ist das auf für ein... Bussen! Oh. Mein Auto ist kaputt, Russa. Warte, Bro, ich hol's dir. Ich rette dein Auto. Ich würde mal sagen, der Punkt geht an mich. Ja, ich hab's doch. Guck mal hier. Ja, super, toll. Ja, was soll ich gegen den OP-Truck machen, Leute? Was soll ich gegen den OP-Truck? Ja, okay, guck dir jetzt diesen... Oh, ja, okay, perfekt. Du musst deine Reifen reparieren, mein Freundchen. Ja. Aus dem Weg. Ey, die Karre brennt wieder. Ciao. Oh, Leute, ich muss das Auto reparieren. So. Oh, der hat 1400 überall Dinger. Okay, ciao. Ciao, Leben, Bro. Ich kann's vergessen. Mhm. Ich hatte Turbo drinnen, ne? Wie, wo bist Turbo? Du, Russack? Siehst du mich? Ja, Bro, das war's doch wieder komplett. Ich weiß nicht, wo du bist, Bro. Ich bin aber richtig weit geflogen und sogar aus der ganzen Straße weg. Ja, das ist gut, Leute. Ich roll zwar noch gut, aber ich roll jetzt gerade am Rainbow. Ja, ganz vergessen. Also... Ey, ich hab auch keine Chance. Ich krieg halt random Vehicle die schlechtesten Autos überhaupt. So, okay, wir machen jetzt, Russack. Jeder spawnt ein Auto für den anderen. Okay, jeder spawnt eins. Ein Auto, ja. Okay, super. Okay. Ja! Was? Hä, ist doch gut. Das ist okay, ja, ist aber nicht. Hä, warum freust du dich? Guck mal, deins. Oh! Was ist das? Nein, der Butterfly Lamborghini. Nein. Bro, vorbei. Aber der wird nicht so getuned sein wie bei Stani Performance, das ist das Problem. Aber da ist keine Chance, Russack, sag ich dir ehrlich. Bro, jetzt hab ich dir irgendeinen Butterfly Tschüss. Flügel. Oh, Leute, ich muss niesen. Gesundheit. Ey, der ist gar nicht so gut gewesen, ungetuned. Der ist gar nicht so gut. Aber... Ey, Bro, wo. Nee. Also. Warte mal! Bro. Warte mal! Es ist übel knapp! Ich seh's gerade. Oh nein! Nee, ich roll ich noch! Ich nicht! Mach GPS an! Ich bin weiter, Bro! Ich bin weiter, guck mal, wo ich bin! Nein, das ist so ein kleines Stück, ne? Oh! Bro, okay. Siehst du das? Ja, warte mal, ich guck mal, wo du bist. Okay. Guck mal hier! Ich bin hier gewesen quasi. Guck mal, da bist du. Ich seh dich. Ich bin an Luftlinie, war ich so. Oh, okay, krass. Wirklich, ja, sehr knapp gewesen, aber 9-5 für Russack. Und das heißt aber, ich kann mir jetzt das nächste Auto auswählen. Also es ist doch alles drinne. Und Bro, ich nehme mir natürlich
den absoluten OP-High-Lamborghini. Weiß ich gar nicht, was das für ein High-Lamborghini ist. Bro, okay, das ja, kannst du haben, Bro. Ist gut, nimm ihn. Also ich nehme diesen Nissan GT-R. Du nimmst den Nissan GT-R, du hast keine Chance. Jetzt mache ich Aufholjagd, Leute. Jetzt steht es gleich 9-7. Dann hole ich auch mit doppelte Punkte gleich zum Schluss. Dann ist vorbei. Wow! Genau, okay, fahr los, Russack. Ja, ich will hinter... Hey! Ja, okay, ich fahr los, Bro. Ich wollte dich noch einmal vorfahren lassen. So, nee, ich guck ruhig, wo du immer landest, Junge. Weil ich werde dich jetzt wieder überholen, weißt du? Oh, du hast niemals eine Chance. Hä, der ist aber... Oh. Meiner ist schlecht. Deiner ist... Also, ich sag dir ehrlich, deiner ist schlecht, ja. Ja, aber meiner ist noch schlechter. Meiner ist... Noch schlechter? Noch schlechter. Aber als ob? Ich rolle! Nein. Ich bin auf dem Kopf gelandet, Bro. Ich bin vorbeigerollt, guck's dir an. Hier. Nein, ich hab's gesehen. Ich bin hier, Russack. Ich bin hier, Russack. Lol, was? Oh, ich hab's euch gesagt, Leute. 9, ich glaube 9-7 jetzt steht's. Also, Russack, es ist doch alles drinne. Und das heißt, wir werden jetzt das größte Auto auswählen. 3 Autos spawnen und das größte auswählen. Mhm. Okay. Oh. Wie, 3 Autos spawnen, das größte nehmen? Ja, das größte nehmen, ja. Okay, schade, wieder das mit 1, 2. Ich hab das hier gekriegt. So. Bro, guck mal, was bei mir das größte ist, wegen dem Son Goku Baby Goku. Nein, nicht das Son Goku Auto. Bro, aber guck mal, wegen dem oben, der hängt halt, deswegen ist das Auto so hoch. Oh, Bro, aber ich glaube, ich hab ja auch eine. Ja, nee, ich hab vergessen. Vergiss es, Bro. Hau rein, Russack. Oh Gott, ich muss nochmal neu. Hau rein, Bro, Auf Wiedersehen. Bro! Ja, ich check nicht, was Russack für random Autos kriegt, Leute. Er kriegt hier alle random OP-Autos, die es gibt. Ich krieg hier irgendwelche Schmutzautos. Wie soll ich denn damit gewinnen? Ja, vorbei, Bro. Bro, ich brauche gar nicht weiter gucken. Brauche ich gar nicht weiter fliegen. Guckt euch das an. 10-7, oder? Guckt euch das an. Vorbei, 10-7? Ja. Das ist 10-7, ja. 10-7. Das heißt, ich muss jetzt die nächste Runde gewinnen und dann nochmal die Bonusrunde. Also, ich könnte noch gewinnen, theoretisch. So, Rosak, jetzt haben wir einmal hier ein Mustang und ein Golf 2 müsste das sein. Welches Auto wählst du aus? Ein getunter Golf 2. Ich nehme den Golf 2. Bro, was kann ich sagen? Ich sag dir echt, der ist besser, glaube ich. Der ist gut, aber er ist nicht so gut wie der. Was? Hast du gesehen? Hast du es gesehen oder was? Nicht? Hat einfach Turbo! Warte, Bro, ganz kurz, komm her. Warte. Komm her, geh auf die Strecke. Ich will nur kurz was zum Demütigen machen. Ja, komm mal ganz kurz, bleib mal stehen, mach nichts, okay? So, und Achtung, los geht's! Woohoo! Ey, das gibt's doch nicht, ey. Oh mein Gott, du hast vorbei. Wow! Was? Was? Wie schlecht bist du, Russack? Wie schlecht bist du? Oh Gott, ey, der fliegt richtig weit. Bro, der fliegt immer noch. Bro, ich hab gewonnen. Was laberst du? Bro, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Bro. Hä? Ich drück kein Gas, ne? Guck mal bitte, was ich für Player. Ich schwör auf alles, ich drücke kein Gas. Guck einfach mal den Spectate Player. Ich drück kein Gas. Ja, aber das ist ja nicht erlaubt. Du drückst ja, machst ja Boost. Das zählt nicht, Bro. Ey! Nein, das zählt nicht. Ich drück kein Gas. Ja, okay. Das kannst du dir Rentnerclub erzählen oder so. Ja, okay. So, 10-8. Und das heißt, wir werden jetzt noch mal jeweils 5 Autos spawnen und 1 davon auswählen und dann kommt das Finale und ich kann immer noch locker gewinnen, Leute. Das ist das Geile. Aber ich muss jetzt die Runde für mich entscheiden. Also ich muss jetzt gewinnen und dann kriegen wir das Dubai-Auto. So, 5 Autos. 1, 2, 3, 4. Oh, Bro, ich hab geiles Auto. Einmal darf ich noch, weil das war ein Anhänger. Ja. Eins aus. Motorrad kann ich nicht, Bro. Ich habe keinen Controller angeschlossen. Das ist das Ding, Leute. Deswegen. Oh, Bro, du bist vorbei, dann für dich. Ich habe auch keinen Controller angeschlossen, aber für dich ist vorbei. Oh mein Gott. Ey, nimm mal kein Motorrad. Das ist unfair. Ich weiß, ich habe keinen Controller dran. Okay. Einverstanden. Guter Call.
Warte, ich krieg das eine Auto hier nicht weg. Weil das hat ja nichts mit Weitsprung zu tun, weil da kannst du ja durch den Glitch, kann man ja durch die ganze Karte fliegen. Ja, aber ich habe hier einen schönen BMW M6, Bro. Oh, dein Auto sieht nicht gut aus. Nee, ich will es auch gar nicht, das wollte ich gar nicht. Ich nehme den Ferrari. Nein, nicht löschen den Ferrari. Nee, ich wollte den nicht löschen. Okay, ich dachte gerade, du löschst den. Den nehme ich. Ja, das dann ist, nimm den. Das ist dein Ende, Bro. Niemals. Weil niemals. Auf alten Pferden rennt man springen, sagt man. Ja, dann noch, fahr ne? los, fahr los, Ferrari. Go. Los, fahr los, fahr los. Warte. Und go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh mein 1400. Ciao. Und damit ist es ja wichtig. Bro, ich fliege bis zum Ende. Bro, guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Wie? Guck mal hinter dir, mein Bester. Guck mal über dir. Wie du bist. Guck mal über dir, mein Bester. Ich seh dich nicht, Bruder. Guck mal über dir, mein Bester. Nein, ich bin hängen geblieben. Guck mal über dir, mein Bester. Wow. Wo bist du gelandet? Bro. Wo bist du? Das ist ein Hacker-BMW oder so. Guck mal, wo ich bin. Toggle mich mal. Was? Ja. Digga. Ja. Das Auto, Bro, es steht 10-9. Ach nein. 10-9 und jetzt, das heißt, die letzten beiden Autos geben 2 Punkte. Das entscheidet das Ganze. Das ist die Entscheidung? Das ist die Entscheidung, die letzten beiden. Ich nehme das Doppelauto, du nimmst den Dingsauto und wer jetzt gewinnt, Leute, gewinnt das Battle und kriegt das Dubai-Königsauto. Boah, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wer das kriegt. So, ich nehme das OP-Auto, du nimmst das andere OP-Auto. Auto runter. Oh, Bro, ich sag dir ehrlich, du hast keine Chance. Russack, du hast keine Chance. Ich sag dir Real Rap. Das Auto, was ich jetzt habe, das wird Rekorde brechen. Bro, guck mich an. Als erstes mache ich Licht an, ja? Und dann mache ich meine Blitze an. Okay, let's go. Okay, 3. 3, 2, 1, go. Ah, ich hab gecrashed. Nein, Leute. Ich kann aber noch. Meiner ist nicht so stark. Bro, meiner ist OP. Meiner ist. Oh, Bro, er ist zu schnell. Ich weiß nicht, wo bist du, Russack? Warte mal, ich toggle dich mal. Nein, meiner ist voll schlecht. Meiner ist. Bro, ich sehe dich vor mir. Ich roll gut. Ich roll gut. Ich mach gar nichts mehr. Ich roll gerade noch. Ja! Beim Rollen gecrashed gegen Autos? Nein, du hast gewonnen. Ja! Bro, das war die schlechteste Autos ever. Oh mein Gott, du hast dich Leute, so cool gefühlt. Leute, Russack kriegt das seltene Dubai-Auto. Ja! Stand die Performance hat reingechoked. Russack, ich weiß, dass du es bist. Weil du bist was ja ein... Was geht ab, Alter? Bro, was willst du von ich mir? Ich hab hier ein bisschen Sand mitgebracht aus Dubai, denn wir werden heute über die Millionärs-Millionärs-Super-Luxus-Dubai gehen. Hey, wir sind schon über Dubai gesprungen, Bro. Aber wir sind über die Autobahn gegen geflogen. Heute über die krassesten, reichsten Gegner der Welt. Da, wo die Milliardäre sind? Wo die größten Häuser der Welt Bro, stehen, um wo die längsten geht's, Um wie viel geht's? Bro. Sag's mir. Es geht heute um zu viel. 500 Euro, Russa, komm jetzt. 500 Euro, warte, ich komme. Leute, wir werden jetzt zu der Milliardärsstadt fahren und werden da gegen Russack die Stadtsprung-Challenge machen. Let's go! Guckt mal bitte, wo wir hier sind. Und zwar da unten ist nämlich Dubai. Aber das ist ein komplett anderer Stadtteil von Dubai mit dem Burj Khalifa. Das höchste Gebäude der Welt ist da, Freunde. Und wir werden heute über diese Dubai-Karte mit den Autos springen. Und zwar guckt euch das mal an. Hier vorne ist die Rampe. Wir werden mit all den ganzen Autos, die da stehen, werden wir einmal hier abspringen. Und das Auto, was weiterkommt, hat die Runde gewonnen. Wer am Ende mit den meisten Autos am weitesten springt, Leute, bekommt 500 Euro. Mein heutiger Gegner, wie ihr schon wisst, ist Russack. Russack, ich sag dir ehrlich, das wird heute nicht gut für dich aussehen. Sorry. Warum überfährst du mich direkt, Mann? Ey, Russack, hast du mal geguckt, was wir heute für verrückte Fahrzeuge haben? Bro, guck mal, was das hier ist. Was ist das denn hier? Das ist einfach so ein Betonplattmacher oder so, ja, keine damit Ahnung. Damit mache ich dich platt, Alter, wenn ich dich da. Ey, ich fahre einfach mit dem in Stunny-Performance. Was ist das für ein Auto? Da ist einfach ein Spieleautomat drin. Bro, das ist das SU-Fahrzeug. Wie ist es nicht? Das ist das SU-Fahrzeug? Du weißt es nicht, soll ich dir zeigen? Ja, zeig mal, ich sag bin mal gespannt. SU. Was macht der denn da?
Sue ist das gekommen. Das ist das Monkey-Fahrzeug, Monkey-Fahrzeug. Wie krass ist das denn? Was macht er denn hier? Und dann haben wir hier so eine krass verrückten Autos, mit dem wir heute über Dubai springen werden, Freunde. Das wird auf jeden Fall ziemlich krass werden. Und es geht, wie gesagt, um 500 Euro. Um zu entscheiden für Level 1, wer anfangen dürft, sich die Autos auszusuchen, werden wir wie immer ein random Vehicle Battle machen, Russack. Let's go. Oh, Russack, was? Russack, wo fliegst du hin? Ich hab ein Burger-Shot-Auto, Bro. Bro, guck mal, was ich für ein Auto hab. Hä, das hab ich ja noch nie gesehen. Ja, geht. Oha, du hast Noppen drin vorne dran. Das bringt ja absolut gar nichts. Bro, was ist das denn für ein. Wow! Was ist das denn für ein OP-Truck, Junge? Ich check's also gar nicht. Ich würde sagen, jeder nimmt ein bisschen Anlauf und dann geht's los, ja? Okay, Russack. Springe gleichzeitig. Hier springen, fahr du zuerst los. Okay, zuerst let's go. Let's go. Ich bin hinter Russack. Oh Gott, mein Auto kommt gut, Bro. Meiner ist auch nicht. Oh, Russack. Oha, was? Oh mein Gott. Oh Gottes Willen. Ich fliege ins Stadion rein. Och nee. Oh, das sieht sehr gut aus. Nein. Sag, Bro, oh Gott. Bro, ich schaff das fast über. Du. Digga, erste Fahrzeug, hast du OP-Fahrzeug schon? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja! Das gibt's doch nicht. Oh, Bro! Ich hab's einfach komplett geschafft, Bro. Du bist drüber geflogen? Ich bin drüber über Dubai geflogen. Bro, guck mal, wo ich bin hier beim Fußballstadion gerade. Ja, weil du schlecht bist, das heißt, der erste Punkt geht an mich. Ja, Russack, jetzt haben wir die Auswahl. Wir wissen, BMWs sind die stärksten Autos überhaupt. Und ich werde den BMW hier nehmen, Bro, weil der andere ist Müll. Entschieden. Nein, der andere ist Müll. Glaub mir, der andere, der ist OP. Der ist richtig stark. Und guck mal, hier ist sogar ein Hufeisen dran. Und das Hufeisen ist nach oben, weil da das Glück reinfällt. Und dieser BMW wird dein auf Wish bestellten Sportwagen komplett auseinandernehmen. Bro, hast du nicht gesehen, wer der Sponsor von meinem BMW ist? Ich sag dir ehrlich, deiner sieht zwar krasser aus, deiner ist aber nicht krasser. Bro, mein Auto wird von Panasonic gesponsert, okay? Ja, okay, Russack, du darfst vorfahren, los! Ja, okay, 3, 2, 1, go! Oha, wie schnell bist du? Russack, ich bin ja... Bro, das ist okay. Digga, der fährt 1200. Ja, ich hab's doch gesehen, Bro! Wie du... Bro! Digga, du cheatest so erste Fahrzeug über Dubai, zweite Fahrzeug. Bro, guck mir zu, ich schaff's nicht mal vielleicht auf die Insel. Warte, guck schnell zu, guck schnell zu. Ja. Nein. Bro, was? Ey, Leute. Bro, ey, guck mal, was ich für OP-Fahrzeuge habe. Bro, ich Russack, es steht 2-0 und ich bin absolut in Führung, Junge. Du kannst ja gar nichts. Ja, Bro, weil du irgendwie cheatest, als ob du zwei Fahrzeuge über Dubai springen lässt, direkt am Anfang. Zwei Fahrzeuge direkt. So, Russack, jetzt geht's weiter. Und ja, zwar... Schummlerei. Bro, wir werden das jetzt so machen, ne? Zwei Autos und du darfst dir ein Auto auswählen. Ah, okay, Motorrad bin ich... Ja, oh! Oh nein, der ist wieder OP oder so. Bro, ich glaube, der ist nein, gut, aber nicht OP, sag ich dir ehrlich. Ich habe ein Auto weggespawnt aus Versehen. Ja, das ist dein... Nein. Ja, ja, eigentlich musst du dem Formel 1 Auto nehmen, sag ich dir ehrlich. Nimm ich auch. Bro, das ist... Okay, man merkt, Russack, ich denke immer, du hast richtig Ahnung, was Stadtspruch angeht. Aber man merkt, du hast keinen Plan. Formel 1 Autos ist wegen der Downforce ab. Komm, let's go, guck mal. Okay, ich habe ein bisschen schlechtere Beschleunigung, aber das ist normal, weil es ein Formel 1 Auto ist. Aber wir kommen hier auch auf. Russack, guck mal, wer hinter dir kommt. Ey, ich sag dir ehrlich, wer im Stadion landet, kriegt Bonuspunkte, aber. Hä? Bro, als ob du mich wieder so überholst, Alter. Nee, ich überhole dich nicht. Aber warte mal, vielleicht kann ich durch Wasser fahren. Du fährst. Nee, durch... Nein, ich will ins Wasser. Warte. Ich roll noch, Bro. Ich darf ja lenken. Wo bist du? Ah, nee. Oh mein Gott. Ja, du bist bei mir auch. Ja, aber wer ist weiter? Ja, weiß ich nicht. Wo bist du? Guck. Ja, aber Bro, dich hat's jetzt auch dahin getrieben, weißt du? Ah, ja, okay, gut, dann machen wir unentschieden. Unentschieden. Bro, hatten wir schon mal ein Unentschieden gehabt beim Stadtsprung? Ja, Bro, wenn wir in einem Planschbecken gemeinsam landen, kann man dann auch mal nichts machen, ne? Ey, krank, Bro. Krank. Ich sag dir ehrlich, es steht immer noch 2-0 für mich, weil wir zählen das natürlich nicht weiter. Das Ding ist, wir müssen jetzt leider noch mal eine Runde machen, Random Vehicle, weil wir müssen... Nein, ich lieg hinten, ich darf auswählen. Ja, okay, Leute, wir lassen Russack mit Eva. Ich sag ehrlich, okay, wähl aus. Hulk. Oh, dumm. Nicht gute Entscheidung, Bro. Nichts. Hulk. Ich sag dir ehrlich, Hulk-Auto ist zwar schnell, also Hulk-Auto hat Vorteile, aber es ist nicht gut beim Stadtsprung, sag ich dir direkt. Wieso? Weil, wirst du das sehen. Oh, du bist zu schwer, du hast tausende Reifen, 50 fahr Kilogramm. Fahr los, Russack. Und los okay, geht's. Okay, guck. Ciao. Oh, Bro, guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir.
Wo? Guck mal hinter dir, Russak! Guck mal hinter dir! Hier kommt der Blitz, Junge! Warte, es wird übelst knapp. Es wird übelst knapp. Oh mein Gott, Bro. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss über die erste Insel kommen. Ich muss auch über die erste Insel kommen. Ich komm rüber, Leute. Oh Gott, jetzt kommt's drauf an, wer gut aufkommt. Oh Gott, das wird... Nein, ich fall ins Wasser. Nein, Bro, wir haben es beide über den Graben geschafft. Wieder unentschieden. Junge, der Graben. Entweder springe ich über die Karten oder in den Graben rein. Das kann doch nicht sein. Was ist das für ein Zufall? Okay. Bro. Es steht immer noch 2-1. Jetzt spawnen wir 3 Autos und wir nehmen das kleinste, Russak. Okay. Ramp Buggy? Oh Gott. Das ist das kleinste. Ja, kannst du nehmen. Bro, hoffentlich bleibst du damit hängen. Ich sag dir mein kleinstes ist ein Motorrad. Bro, aber kein Flyglitch ist erlaubt. Wie? Bei mir ist kein Flyglitch. Ja, okay. Kein Flyglitch. Aber ich muss trotzdem nehmen. Ich habe keine andere Wahl. Ja, du kannst trotzdem kleinste. Nehmen. Das ist das kleinste. Okay, Russak. Ich würde sagen... Kannst du dich vorne als Trump hinstellen und ich springe über dich? So? Rede nicht, Junge, rede nicht. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich nicht hängen bleibe, wird's... Bro, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich flieg. Nein, ich schaff's. Ich dip voll ein. Bro. Boah, ich bin Stadion, du? Ich glaube... Aber ich bin gut gelandet, Bro, Oh mein Gott, Bro, ich komm wirklich. Durch? Nein, genau ins Wasser wieder. Ey, das kann nicht sein. Genau dort wieder? Genau wieder dort, Alter. Guck mal, wo ich bin. Ich bin komplett, also ich bin durchgefahren mit dem Speed. Ich bin am Stadion vorbei und so. Boah, du bist hier? Okay, krass, Russak. Das war gut gewesen. Der Punkt geht natürlich gerne an dich, aber das war's doch nicht gewesen. 2-1. Okay, Russak, du dürfst auswählen, welches Auto willst du fahren? Komm. Ich nehme den Porsche. Falsche Entscheidung, Bro. Das ist McLaren Speedtail. Dieses Auto ist überkrass limitiert, ist auf Aerodynamik angepasst und ich sag dir ehrlich, hau rein. Damit, Oh ja, ich sehe schon die Aerodynamik. Bro. Flieg nicht raus. Weil aha, die Aerodynamik. Ja, komm mal, wer vorbeifliegt. Oh mein Gott. Guck mal. Ciao. Was? Old School for New School. Bro, was? Auf Wiedersehen. Warte. Ich roll aber weiter. Ich komme auf jeden Fall hier über den Graben. Nein, du wirst in den Graben wieder reinfallen. Guck mal, er fällt wieder in den Graben rein. Oh, oh nein, Glück gehabt. Okay, 2-2. Soll ich dir was mitbringen vom Hotdog-Stand hier? Oh, rede nicht, Russak. So, das nächste Auto, was wir spawnen, nehmen wir das größte. Okay. Von 3, okay. Von 3, das ist kein Auto. Okay, 1. Oh, nein, das ist Minus, Leute. Mach noch 1. Okay, 2. Meine erste. Oh, gar nicht. Oh. Ich bin, oh mein Gott. Bro. Oh, Polizei. Bro, Polizei, du wurdest doch eh verhaftet in letzter Zeit. Ja, aber 1, guck mal, mein kleinstes. Bam. Ja. 2. Oh! Oh! Bro, Dicker. Oh. Bist du blöd? Weißt du nicht, was das für ein Wohnwagen ist? Ja, Bro, das ist ein Loser-Wohnwagen. Bro, hast du mal mein Interieur innen gesehen? Nee. Ich spring ab, werde nach hinten gehen, ein paar Brownies kochen, dabei auf die Couch mich setzen und Fernseher schauen. Fahr vor. Weil er so weit ist. Hä, wie schnell ist der? Ja, Bro, das ist ein gemoddeter Truck. Okay. Wow, dein gemoddeter Truck bringt dir echt sehr viel. Guck mal, wer hinter dir rüber, gerade über dich liegt. Ja, okay, aber du wirst... Junge, du fliegst wie ein Stein runter. Ja, aber du wirst ins Wasser fallen und dann werde ich auch dahin kommen. Bro, okay, ja, ich werde ins Wasser fallen. Ja, safe. Safe, ich werde ins Wasser fallen. Ich fahre ins Wasser. Ja, okay. Ja, hast recht, okay. Ich fahre wirklich ins Wasser. Ich fahre ja an der Palme vorbei, am Stadion. Und wir fahren noch ins Wasser. Oh, ja, oder? Okay. Leute, es gibt kein Gas. Es gibt kein Gas. Und? Oh ja, ich würde sogar echt ins Wasser hier reinfahren, ne? GG. Russak, es steht 3-2 für mich und ich wähle natürlich diesen Lamborghini hier aus. Oh mein Gott, bist du blöd. Warum? Bro, das ist ein Gallardo. Ja, okay, der Fahrer, komm. Ja, guck mal. Guck mal, hä? Ciao. Junge, Bro, ich hab hier einen getunten aus Dubai. Weißt du nicht, wer mit dem Porsche, wie es war? Der Old School ist besser als der New School. Oh, Bro, flieg... Warte mal. Ist das dein Ernst? Oh, warte, vielleicht schaffe ich das jetzt. Ist das dein Ernst? Ah, nein, ich ist das dein Ernst? Ah, oh, okay, da hinten bin ich, Leute. Ja, okay, Russak, also... 3-3, mein Freundchen. Schade, falsch entschieden, aber war ein schlechtes Auto gewesen. Kann man nichts machen. Bro, du hattest am Anfang einfach nur Glück es gehabt. Es kann nur besser werden, sag ich dir ehrlich.
was sind das hier für Autos, die gleich kommen? Aber erstmal, Russack, ja? Machen wir drei Autos spawnen und eins auswählen. Hört der Fern! Bro! Ey, Bro, was sind das für drei Müllautos? Bro, das zählt mein Fern. Bro, was war das denn? Das zählt nicht, weil ich müsste eigentlich noch eins spawnen, weil es fährt nicht gut geradeaus. Ja, okay, komm. Ey, Bro, ja, das ist so Karma, Bro. Erste Auto ist schon besser als deine. Erste Auto ist schon besser. Zweite ist schon besser. Was? Und dritte ist auch. Okay. Ey. Ja, wenn du willst, kannst du mein drittes Fahrzeug nehmen. Nee, ich nehme hier den hier. Vielleicht, das ist der Karin Benzema Auto. Der wird durchstehen. Bro, der ist nicht schlecht. Ich hab eine schöne S-Klasse. Fahr schon mal vor. Ja, ich fahr schon mal vor. Guck mal, meine hat Front. Meine hat Frontantrieb, hä? Geht's dir gut, oder? Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, ich sag dir ehrlich. Doch, doch, das schaffst du schon. Ich glaube, an dich so. Oh, der ist 900, Bro. Was? Du kommst wo bist wie ich? Du? Ich flieg gerade am Stadion vorbei. Ich sag dir ehrlich, ich komme nicht schlecht, ja? Ich bin da, wo dein Polizeiauto ist. Okay, das schaffe ich nicht. Das ist da hinter dem Stadion. Aber ich bin ins Wasser sogar geflogen. Also das ist... Ah! Boom. Nee, war echt eine gute Landung, Bro, ehrlich. War stark, Bro. 4-3, ne? Danke, ja. So, Russack, jetzt haben wir hier zwei Fünf. Was sind das denn für Autos? Bro, ich darf sogar auswählen, aber ich sag dir safe, ich nehme diesen Honda-Ding. Ich sag dir falsch entschieden. Ja, falsch entschieden. Na klar, Bro. Also erstens, ich glaube, mit dem Auto wirst du nicht mal überhaupt Dubai erreichen. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht mal, auch nicht. Du wirst nicht mal Dubai erreichen, sag ich. Mein Call-Out. Ich fahr schon mal los, ja? Ja, ich warte. Ich guck dir gerade zu. Komm, fahr los. Russack, ich werde dich überrollen. Komm, fahr mal, Russack. Bro, fahr mal. Ja, okay, komm, versuch mal, mich zu überfahren. Ja, jetzt fahr mal über mich drüber. Okay, ich fahr über dich drüber, warte. Warte, andersrum, rückwärts musst du mich treffen. Ja, so. Wow, oh mein Gott. Roll dich. Bro, das bringt Bro, gar nichts. Bro, du kannst nicht mal mit dem Ding mein Auto kaputt machen. Boah, doch, guck mal hier. Hey, was ist das für ein komisches Auto? Oh mein Gott, Bro. Ey, der fährt aber 100 km/h. Ja. Ciao. Bro, was ist das? Bro, ich glaube, das ist das erste Fahrzeug, was Dubai nicht mal erreichen wird, ne? Ey, ich meine fette Arschbombe jetzt rein. Ich meine fette Arschbombe, ich sag dir ehrlich. Guck mal hier. Wow! Bro. Das war, ey, ich sag dir ehrlich, überleg mal, das Wasser springt jetzt so weit weg, weil das Fahrzeug so schwer ist. Aber guck mal, wie langsam das runterfällt. Das lassen wir, Leute. Das lassen wir. Das ist doch der größte Bluff überhaupt. Hä? Ich fall schneller runter als das Fahrzeug. Ey, Bro, das ist so schlecht. Ja, okay. Die Runde geht an dich, Russack. 5-3 für dich, ne? Ja, 5-3 für mich, Bro. 5-3 für dich, ja. Ich glaube auch 5-3, aber echt gut, dass ich mich falsch entschieden habe. Finde ich echt gut. Danke, Bro. Russack, pass auf, wir werden jetzt machen. Jeder spawnt ein Auto für den Gegner. Jeder. Ja, okay. Oh, danke, der ist aber Müll, der ist Müll. Oh mein Gott. Danke, Audi ist OP. Bro, du hast den besten Audi im ganzen Spiel bekommen, Bro. Oh mein Gott. Wirklich? Nein. Aber der BMW ist der schlechteste von allen, ich sag dir ehrlich. Bro, der BMW ist ein M6, okay? Oh guck mal, wie du driftest. Guck mal, wie du driftest, oh Bro. Oh mein Gott. Du bist ja nicht mal gerade was? Bro, du hast ja nicht mal gerade. Du kannst nicht mal gerade ausfahren. Ja, das Auto hat nicht mehr Motorsound. Was hast du da kaputt gemacht an der Karre? Ja, guck mal hier. Ich gehe hier in Atlantis World rein. Oder was ist das hier für eine World, Leute, in Dubai? Ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Ich werde nichts sagen, Bro, ja, was du damit machst, aber das war das 6-3. Oh mein Gott, Stani. Ja, jetzt kommen die schwierigen Autos. Warte mal ab, mein Junge. Ich weiß noch, wie du dich am Anfang gefühlt hast. Zweimal ein Auto durchgejumpt plötzlich. Okay, was nimmst du, Russack? Nimmst du das Pikachu-Auto? Digga, nimmst du was das Baby-Auto? Bro, oh was lachst du? Oh Digga, du weißt schon, was der Pikachu ist, oder? Der ist schneller als der Blitz, ja, Bro. Ja, du machst jetzt Donnerblitz rüber, oder was? Komm, Bro, fahr mal. Ja, okay, fahr los. Ich will einfach nur dir hinterherkommen und dann über dich drüber springen. Oh. Was laberst du? Warte, das zählt nicht. Ich muss nur mal Anlauf nehmen. Bro, der kann nicht gerade ausfahren. Also ich sag dir ehrlich, ich flieg hier
gerade locker entspannt über Dubai, hab hier die beste Sicht. Bro, ich Bro, weiß was. Bro, vorbei! Vorbei, ich was? Komm! Nein. Vorbei, ich komm, guck doch. Vorbei, ich komm. Ja. Ich komme, Junge, warte das doch. Ist nicht mal Bro, warte, warte doch, ich flieg doch noch! Ja, okay, krass. Krass. Abrollen! Ja, okay, krass. Nein! Krass. Also ich bin 10.000 Meter weiter, sag ich dir ehrlich. Was redest du? Das war voll knapp. Guck mal hier, ich bin hier. Alles entspannt, Junge. Ja, alles gut. Oh, ja, das war knapp. Russak, jetzt werden wir machen das mittlere Auto. Wir werden 3 Autos spawnen und das mittelgroße Auto dürfst du fahren. Okay, eins, das, oh, das ist schon mal ein großes, was du hast? Zwei. Oh mein Gott, der Panzer wird der... Der Panzer! Oh mein Gott, okay, ich bin bei mir gespannt. Das ist das große? Nein. Ja, na, obwohl. Besser als Panzer, Digi. Oh, besser als Panzer, muss ich auch sagen. Russland, du kannst schon mal losfahren, weil ich werde dich eher einholen. Sag ich dir ehrlich. Ich fahr. Kann ich dich abschießen eigentlich? Nee. Russland, willst du nicht mal Gummi geben? Hau rein, Russland. Ja, danke. Danke, Russland. Ich wette, ich komm trotzdem weiter wie du, Bro. Bist du kaputt? Ja, ich glaube, ich kaputt. Achso. Du hast mich hochgejagt. Bro, du kommst auch weiter als ich. Ja, guck mal hier. Leute, wir kommen selbst damit weiter, obwohl ich kaputt gefahren bin. Ich bin weitergekommen wie du, Russak. Ja, ich bin einfach nur über die Schanze, um einmal so nach unten zu gehen. Ich habe auch eine neue Frisur bekommen. Super. Ey, wir nähern uns hier langsam dem Ende. Okay, Russak, jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt direkt gar keine random Vehicle Battles mehr machen. Wir werden jetzt bis zum Ende die großen Big Boys auspacken. Vielleicht machen wir noch ein, zwei random Vehicle Battles. Du bist aktuell in Führung, aber das werden wir natürlich noch verhindern. Wieso darf ich aussehen? Du hast doch gerade gewonnen gegen den Panzer. Stimmt, ja, Bro, ich bin lost. Ich nehm das. Ich nehm's zu. Nee. Zu spät, Ich bin noch nicht losgefahren. Nimm doch Sue's Auto. Nein, ich will Sue's Auto nicht nehmen. Ich will bitte diesen Truck haben. Ja, dann hol ihn dir. Der fährt grad. Guck mal, wie Russak Auge macht, Leute. Ist das krass. Nimm mal den Sue-Truck, nämlich ich werde jetzt den besseren Truck hier nehmen. So, komm. Bro, du hast dich so falsch entschieden. Das ist umgekehrte Psychologie von Anfang an. Okay, hab Okay, los geht's. Ja, oh, Bro, deiner geht der übelst ab. Deiner geht übelst ab. Ja. Okay, der ist OP. Ja, Junge. Ich über Dubai einfach. Ich spring damit über Dubai mit einer 10. Was? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Junge, ich schaff's. Das ist das krasseste Auto, was wir hatten, ne? Echt? Ja. Bro, so weit ist noch gar keiner gesprungen. GG. Ja, ich habe wenigstens nach Dubai geschafft. Ich bin happy. Ohne Probleme. Jetzt, ich darf direkt weiter auswählen. Und zwar, oh, das ist schwierig, Leute. Einmal das Marsmobil oder den Camp. Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaube, das Marsmobil fährt sich wie Müll. Ich sag dir ehrlich, das ist Bro, halt das Unfair jetzt. Du bist so blöd. Oh mein Gott. Ey, du hast dich falsch entschieden. Russak, fahr mal mit deinem Marsmobil. Okay, Bro. Bro, was? Junge, flieg mal auf Mars. Ey, der fliegt auf Bro, Mars. Bro, der ist nicht schlecht. Ja, okay, Bro, das Ding ist übelst OP. Deins? Deins ist übelst OP. Schafft es überhaupt auf Dubai? Ja, und deiner? Bro, ich flieg mitten ins Stadion. Echt? Ja, guck mal vor dir. Wow. Das war's, Russak, das war. Du schaffst es gerade mal auf dem Berg. So ja, locker ich bin in Dubai, aber ja, okay, herzlichen easy, Glückwunsch, Alter. Easy. So, wir sind jetzt hier Mad Max. Ich sag dir ehrlich, ich nehm den hier. Ich habe keine Ahnung, welches Mad Max Auto besser ist, aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr Bro, krass aus. Bro, du hast dich einfach falsch entschieden. Ja, du sagst bei jedem Auto, ich entscheide mich falsch. Das nervt ja, aber diesmal weiß ich's wirklich. Weißt du, wieso? Was machst du? Komm rüber, das ist, Bro, das sind die Fahrzeuge, die sind zu krass, sag ich dir ehrlich. Oh mein Gott, ich glaube, die Fahrzeuge haben die Platte weggezaubert. Okay, bist du ready? Let's go. Oh mein Gott, der ist krass. Oha! Bro! Nein, was? Oha! Russak, guck mal, wer hinter dir kommt. Ja, aber... Was? Wird knapp, Digga. Der Nein, als ob. Junge! Schaffst du es rüber? Ich glaube nicht. Okay, jetzt... Nein.
Na, ich auch nicht. Nein. Aber warte. Ich roll. Nein, ich bin umgefallen. Nein. Geh weg hier. Nein. Oh. Nein. Oh mein Gott. Wie knapp ist das bitte? Oh mein Gott. Ach. Ihr seht hier die Punktzahl jetzt auch nochmal eingeblendet. Jetzt entscheidet sich, wer hier gewinnt, Leute. Das sind die letzten zwei Autos. Und zwar haben wir einmal den OP-Truck, den anderen OP-Truck und dann ein paar sehr, sehr außergewöhnliche Autos, Leute, die aber besondere Überraschungen haben. Russak, welchen Truck nimmst du dir? Ich nehme den... Boah. Ich nehme den hier. Ja, war klar. Weil ich glaube, der wird sich aufspießen selber. Ja, ich glaube auch, Leute. Ich glaube auch, dass der sich auch... Also, ich denke mal, wenn der jetzt hier gleich... Ich glaube nicht mal, dass er die Rampe fahren kann. Ich sag's dir ehrlich, ne? Bro, ey! Was denn? Was Junge, denn, pack mal deinen Flammenwerfer ein, Kollege Schnürschuh. Bro, ich wollte doch ein bisschen Dampf unterm Kopf machen. Bro, wir fahren gleichzeitig los. Bin gespannt. Okay, bist du... Warte. Ich bin ready. Bist du ready? 3, 2, 1. Go. Junge, guck dir die... Bro. Flammenwerfer! Dein Ernst, Junge? Bro, du kannst noch mal... Bro, der ist Rekord! Nein. Ich glaube, die Flammen tun mich hochkatapultieren. Das ist wie so ein Düsenjet. Junge, ich werde jetzt so ins Wasser reinfallen. So, Leute, überlegt mal, da steht eine Person und wir kommen mit so einem Truck so auf den raufgeflogen. So, wow, mit der Spitze. Okay. Bro, meiner ist gut gewesen. Ey, guck mal bei mir zu, Russak. Ja. Und? Ich guck grad zu. Ja, Bro, der war aber nicht so weit wie ich, bin zum Stadion. Nee, der war wild. Aber ist egal, er war trotzdem lustig gewesen. Hätte ich aber auch nicht gedacht, also dass das so ein krasser Unterschied ist. Naja, Russak, also jetzt entscheidet sich das letzte Auto. Und zwar nimmst du einmal diesen unscheinbaren VW Käfer oder nimmst du ein Anime-Auto? VW Käfer. Oh, Bro, falsche Entscheidung. So, Russak, und zwar das ist hier ein Bug-Auto. Aber es ist unnormal schnell. Ich dachte, das wäre vielleicht Drift-Auto. Bro, ich hab dich veräppelt mit dem VW-Käfer. Das war meine Absicht gewesen, dass du denkst, dass das OP ist, aber es ist... Schön, Bruder, dass du über die... Bro, der Käfer ist... Bro, der Käfer... Digga, der ist OP! Nein! Bro, ich bin durch Dubai durch. Na! Mach schnell Spectre-Player! Laber. Bro, der Käfer ist krank! Bro, was?! Ich bin durch! Nein! Digga, ich bin durch! Nein! Junge! Ich bin einfach durch! Ey, Leute, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ihr seht's hier. Was? Bist du bereit fürs nächste Battle? Bro, diesmal in Japan? Was laberst du? Japan? Ja, ich hab dich doch in Dubai abgezogen. Jetzt wurde ich direkt auf das nächste Event eingeladen. Und zwar geht es diesmal um ein 200 Millionen Dollar Japan-Mobil. Oh mein Gott, so noch krasse Karre wie das hier, oder ja, was? Ja, das haben die mir einfach geschenkt, weil ich das als Willkommensgeschenk, so weißt du, so komm vorbei. Oh nein, Leute, okay. Ich zeige euch das Auto in der nächsten Folge. Aber jetzt müssen wir erstmal los und zwar nach Japan. Und zwar Russak will uns wieder zu einem Duell herausfordern. Und da sage ich natürlich nicht nein, Freunde. Ich sag euch ehrlich, da werden wir direkt hinterher. Ab geht's nach Japan. Wir haben ja leider den letzten Stadtsprung gegen Russak verloren. Ich bin gespannt, was uns diesmal in Japan erwartet. Vielleicht irgendwie ein krasses Drift-Battle oder so. Wir werden's herausfinden, Leute. Let's go. Ey, Russak, wo sind wir denn hier gelandet? Och nee, bitte. In Japan. Hä? Und oh mein Gott, Leute, mach guckt mal Auto hier. Mach dein Auto weg, Bro. Hier sind aber richtig viele krasse Autos aus Japan, Leute, mit richtig heftigen Tuning. Oh mein Gott. Ah. Und dann gibt es einmal hier, was ist das da für ein komischer Reifen da hinten? Und dann gibt es hier einmal wieder die Endgegner-Autos. Nein, das ist ja mein King Kong-Auto gegen dein, was ist das für ein Rainbow-Auto, was du da hast, Bro? Bro, ich weiß nicht, das ist ein Tunchan Super Supra. Oh mein Gott, das werden wieder die Autos sein, die 2 Punkte geben werden, ne, Russak? Das weißt du schon. Oh nein, okay. Und Leute, ihr wisst hier gerade, wo wir sind. Und zwar, wir sind nicht in GTA 5 Los Santos, sondern wir fahren jetzt mal ganz weit nach hinten. Und zwar, da sehen wir es auch schon, Leute. Vor uns ist nämlich die komplette Japan-Karte. Guckt euch mal bitte an, wie groß dieses Land ist. Das ist zu heftig. Und da werden wir jetzt natürlich mit den verschiedenen Autos rüberspringen, Leute. Und das Auto, was am weiter springt, wird natürlich dementsprechend Punkte bekommen, Leute. Ich würde sagen, Russak, let's go. Um direkt zu starten, das erste Auto auszuwählen, werden wir natürlich wie immer ein random Vehicle machen, starten.
Bro! Okay, 6x6 Audi. Wow, bro. Schwer, Bro. Was hast du denn für Labe-Karre bekommen? Okay, Rustang, bist du ready oder was? Ja, ich bin ready, dann Bro. Dann fahr mal los, ich werde dich eh einholen. Let's go. Guck mal, Rustang mit seiner Labe-Karre, da hätte ich wirklich das... Bro, nein! 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 Kannst du kein Auto fahren, ja, oder? Bro! Oh mein Gott, oh Gott, Leute, wir rollen aber weiter. Aber das Problem ist, ich komme natürlich nicht mal ansatzweise dahin, wo Rustang hinkommt. Und ich bin hier noch nicht mal in Japan richtig gelandet, Leute. Das ist gerade mal, also, das war ja nichts gewesen, Leute. Das war ja der gar nicht. Der erste Sprung war ja wirklich kompletter Müll gewesen. Schade Marmelade. Okay, stark, Rustang, erste Runde ging an dich. Jetzt kannst du dir auch das erste Auto ja, ausgeben. Ja, die zweite geht auch oh, an mich. Viel Spaß nein, mit der Schrottkiste. Leute, ich krieg diese Schrottmühle hier. Och, nee, Rustang hat diesen... Aber, Leute, unterschätzt nicht diese Schrottautos. Ich sag euch ehrlich, die können auch gar... Oha. Ja, red alles gut, Bro. Ich fahr schon mal los. Ich lache jetzt, Rustang, wenn ich weiterkomme wie du. Ich sag's dir ehrlich. Oh. Niemals. Und Feuer. Oh, wie schnell... Oh, oh mein Gott. Bro. Was? Ey, das hatten wir doch letztes Mal schon, Rustang. Die Schrottautos sind übelst overpowered. Guck mal hinter dir. Guck mal, da ist Rustang, Leute. Ja, guck mal, Rustang. Aber ich kann gut rollen, entspann dich. Guck mal, wie er Karma macht, Leute. Guck mal, wie er Karma macht. Wo bist du denn? Ja, Bro, ich bin über dir, Bro. Hä? Ich bin, guck mal, wo ich bin, Bro. Ich bin. Bist du weiter gelandet als Junge, ich bin hier mitten in Japan. Ich bin hier gerade beim Japan Tower. Lol, was? Du bist ja, weiter als ich? Ja, ich dachte, die Schrottkarren dürfen wir nicht unterschätzen. Wir sind absolut weit geflogen hiermit. Let's go. Nein. Erster Punkt geht an mich. 1-1. So, okay, komm. So, was geht? Random Vehicle für sich selber spawnen. Noch. Nee, für den Gegner. Für den Gegner. Ja. Bro, ey, Junge. Das ist, glaube ich, kein Fahrzeug, Bro. Das ist ein Flugzeug. Ist das ein Flugzeug? Ja, ja okay, das ist ein Flugzeug. Okay, das ist ein Flugzeug, Leute. Jetzt bauen wir natürlich nochmal ein neues, aber. Ja. Ja! Ey, ohne Flyglitch! Ohne Flyglitch! Wie ohne Flyglitch? Ohne Flyglitch! Wie? Einfach springen mit dem Motorrad. Das hättest du ja vorher sagen müssen. Ja, Bro, das ist doch wie ein Fahrzeugbeispiel. Ja, okay, komm. Ohne Flyglitch. Oh mein Gott. Okay, mach Flyglitch, alles gut, mach Flyglitch. Ey, Bro, diese Schrottkarren sind so overpowered, ne? Wo bist du, Rustang? Über Japan drüber, du. Wie, wo bist du? Ich seh dich gar nicht, Bro. Mach Toggle GPS. Ich fahr hier gerade ein bisschen entspannt. Lass mich ausrollen am Flocker, du. Bist du weiter wie ich? Nee. Oh, ich bin ins Wasser. Ja, ich bin hier. Im Wasser gelandet. Ja, okay, Leute. Ja, Motorrad, Flyglitch, aber keine Chance. Ich... Ja, servus. Yeah, 2-1. Okay, 2-1 für dich. Aber freu dich nicht zu früh, Junge. Du wirst doch deine Packung bekommen, Rustang. Jetzt werden wir zwei Autos spawnen und jeder... Hey, auswählen. Ach so, ja, stimmt. Erstmal auswählen. Na, was, warte mal. Was hast... Bro, was nimmst du denn da für eine Satellitenschüssel? Bro, deine ist viel schwerer. Junge, willst du irgendwie mit den Aliens Kontakt aufnehmen mit dem Teil oder was? Bro, das ist viel besser als deiner. Nein, hä? Bro, guck mal, wie schwer deiner ist, Alter. Ey, Rustang, ich sag dir so, wie es ist. Junge. Bro, meine... du hast keine Ahnung, Alter. Ja, okay, warte, lass uns komm, gleichzeitig los. Losfahren. Komm, ja, komm, fahr los. Gleichzeitig los. Und 3, 2, 1, los geht's. Ja, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war... Junge, du kannst dich da mit den Aliens unterhalten. Bibub, Alien, bibub. Rustang, wow. Ich sehe dich nicht. Warte, ich muss nochmal Anlauf nehmen. Ich bin an der Strecke hängen geblieben einfach. Ja, du bist hängen geblieben, Bro. Ich roll hier schön. Ich bin hängen geblieben, ich roll hier schön aus. Du denkst doch nicht wirklich, dass du weiterkommst wie ich. Weiß nicht. Nee, also guck mal. Rustang dachte wahrscheinlich, dass sich das dabei um ein Flugzeug handelt. Du bist nicht mal ansatzweise in meiner Nähe gekommen. Guck mal, warte mal, guck mal, GPS, Toggle GPS. Ja, ich war auch gerade aus. Guck mal, wie ich komme. Ja, Bro. Guck mal, wie ich komme. Ich mach nichts. 150 Meter, 100 Meter, 90 Meter. Bro, 80. Was laberst du? Nein, guck mal, Rustang ist hier und ich bin hier oben, Junge. Was laberst du? Wow, ich war knapp, hallo? So knapp war das auch nicht. Bro, ich vielleicht unter also dir. Also da merkt man wieder, dass du mal wieder die falschen Autos ausgewählt hast. Und deswegen steht es 2-2. Aber Stadi ist leicht vorne. Okay. Okay, jetzt spawnen wir zwei Autos. Und jeder dürfte sich ein Auto auswählen. Ein Auto? Ach nein. Das ist Müll, Leute. Das ist großer Müllhaufen hier. Was hast du denn? Zwei? Ist okay, sag ich dir ehrlich. Ja, GG, ciao, Bro. Du hast verloren. Ich hab verloren? Was machst du da?
Oh, du hast. Ja, okay, du hast. Polizei! Ja, okay, doch, Leute. Polizei! Du kennst doch die Formel. Polizeiauto, das darf man niemals unterschätzen. Bro, aber ich hab so ein Fake-Königseck. Ich glaube, sagt ja, der komm. Auch stark sein. 3, 2, 1, go. Ciao. Ja, vorbei. Ciao. Ciao. Bro, vorbei. Meiner. Vorbei. Bro, meiner, ciao. Warte mal, meiner fährt noch nicht mal richtig. Also, ich probier's nochmal, aber meiner fährt sich auch absolut im Müllhaufen. Meiner hat nicht mal Allrad. Bro, das Auto hat nicht mal Allrad hier. Aber Bro, soll ich dir was sagen? Wo bist du? Guck mal, siehst du mich? Ich bin genauso bei deinem Truck gelandet, wo du gerade warst. Was? Deine. Ja. Bro, dann komm ich weiter. Ich komm weiter. Was? Ich komm weiter. Nein. Ich roll. Ich kann nicht rollen, Bro. Du bist weitergekommen. Wirklich? Ich bin halt voll schlecht gelandet. Ich kann nicht rollen. Also warte ich mal, bin ich, wo bist du? Ich bin eigentlich weiter gelandet, aber ich bin... Muss sein. Yo, 3, 2, 4, Stani, die Rakete. So, und jetzt geht's weiter, Rosak, und jetzt kommt ein richtig Spezialauto, und zwar Bro, hier. Bro, das kannst du haben. Bro, ich weiß nicht, ob das KW vielleicht OP ist. Ich sag ehrlich, Bro, aber... Du nimmst den Esel. Bro, ich will nicht mit KW, wir sind nicht in Dubai. Ist der Müll, ehrlich? Bro... Der packt ja übel! Digga! Warte, auf der ich hab aber auch nicht das beste Auto, ne? Bro, ich kann nicht mal fahren. Ja, du kannst. Oh, mein Auto ist gar nicht so schlecht. Oha, 1000 km/h, holy moly. Ich sag dir ehrlich, Rusak, du kannst natürlich auch direkt aufgeben, ne? Ich kann nicht mal anlaufen, Digga, der fährt nicht mal! Ja, du musst vielleicht mit dem Esel vernünftig reden. Bro. Oh, Alter. Ich schaff's nicht mal mit dem abzuspringen von der Strecke, so unfair. Ich bin hier schön auf der so Autobahn gelandet. So unfair, 4-2 für Stani. Ja, guck mal, du hast doch gesagt, du gewinnst immer, hast aber jetzt verloren, jetzt hast du Pech. So ja, muss er. Okay, es steht 3-2, oder? Es steht 4-2 für mich, Bro. 4-2 für ja, dich? Ja? Alter, das kann doch nicht sein. Okay, jetzt okay. das größte Auto, Rusak. Von wie vielen? Von 3. Okay. Okay, aber der ist geil. Ich hab einen guten. Ja, warte, ich muss noch. Oh, Bro, okay, ich hab. Okay, die können runter, Leute, die können runter. Ich hab nämlich hier mein 6x6. Lamborghini Urus, der sehr, sehr OP ist, Freunde. Den hatte ich ja schon mal gehabt. Und ich glaube, Rusak, damit wirst du... Ey, Rusak! Ich zeig dir nur die Dominanz meines Autos. Ja, los, guck mal. Geht's. Oha, guck mal, was mit meinem Auto passiert ist. Komplett kaputt, Rusak, fahr doch nicht los, Junge. Lass uns zusammen losfahren. Ich bin schon los, Bro. Oh mein... Bro. Kannst vergessen, Bro. Der ist bis jetzt der weiteste. Nein, Bro. Oha. Oha. Bro, oh mein... Okay, vorbei. Was? Nein, du bist niemals weiter wie ich. Also wenn du weiter bist wie ich, gebe ich dir 500 Euro. Gebe ich dir Real Talk 500 Euro. Digga, wo bist du denn? Bro, wo bist Yo, du? Warte mal, ich guck mal, wo Rusak ist, Leute. Ich bin gerade zu dir geflogen. Ich bin bei Autobahn gelandet. Ja, wieder 5-2 für Stani. Hast du gesehen, wie ich dein Auto zum Explodieren gebracht hätte noch? Cool, Rusak, cool. Los geht's weiter. 5-2 für mich, Rusak. Und diesmal werde ich mir das Secret-Auto holen. Und was machst du denn da, hä? Bro, was machst du da? Ich chill ein bisschen im Sitz da hier. Ja, aber ich wollte eh den nehmen, weil ich glaube, echt? Der ist eh krasser. Oh mein Gott, Digga, bist du blöd. Boah, der ist OP. Bro, der ist OP. Komm. Warte, lass uns zusammenfahren. Okay, 3, 2, 1, go. Ciao. Rusak, guck mal, werde ich gerade überholt. Oh mein Gott. Oh. Knappes Battle. Ah, aber hä, deiner kommt ein bisschen besser zum Ende raus. Ja, aber die Frage ist auch, ich komme gut auf die Autobahn auf. Ich nicht. Ich komme sehr, sehr gut auf. Aber ich komme gut neben der Autobahn auf. Oh mein Gott, Leute, ich komme sehr... Ich guck mal gerade, wo Rusak ist, aber ich glaube, es reicht nicht. Schade. Ja, warum nimmst du auch einfach mein Auto, obwohl ich auswählen durfte, hä? Warum? Hä? Du wolltest noch das eine, ich hä? Ich durfte auswählen, so. Wie viel steht jetzt 5-3, gell? Jetzt steht 5-3 und wir werden jetzt, Rusak, jetzt 3 Autos vorne das kleinste nehmen. Oh mein Gott, das ist richtig klein. Ja! Vorbei, Bro. Vorbei, Rusak. Vorbei. Formel 1 auch. Vorbei, Bro. Rusak, bitte.
Du bist ja, guck mal, Rosak, du spielst das ja auch nicht zum ersten Mal. Du glaubst. Bro, vorbei, vorbei. Du weißt, wie schlecht Formel 1 ist. Vorbei! 3, 2, 1, go! Vorbei für dich, vorbei. Bro, Rosak. Ja, okay. Oh mein Gott, das ist fast euer Rekord mit der Karre, ne? Also, kann doch nicht sein. Ich flieg hier wirklich, oh, schön hier einmal durch die Stadt durch. Jetzt crash ich hier in die Hochhäuser rein und oh, weiter geht's. Ja, ich würde mal sagen, das war ein lockerer Win gewesen. Bro, ich bin nicht mehr zur Autobahn gekommen. Nämlich, Freunde, die Formel 1 Autos sind so leicht, dass die einfach nicht weit fliegen. Die sind zu leicht. Deswegen, auf Leichtigkeit kommt es nicht immer an. Besonders, wenn man zu viel Carbon verbaut hat. Und jetzt können wir das erste Japan-Auto auswählen. Wir sind jetzt nämlich mittlerweile schon bei den Japan-Autos angekommen. Wie viel steht's eigentlich? 6-3 für mich. Verdammt. Und ich werde das Rainbow-Auto nehmen. Also ich denke mal, darüber wollen wir nicht reden, ne? Darüber falsch entschieden, Bro. Falsch entschieden. Sei selber ehrlich, glaubst du nicht? Glaubst du das wirklich? Ja, ja. Okay, dann fahr mal, Bro. Dann fahr mal. Okay. Falsch entschieden, Bro. Guck mal, wer hinten... Oh, ist gar nicht so schlecht, meiner. Okay. Guck mal, wer vor dir ist. Oh, ich sehe. Aber meiner ist komplett außer Kontrolle. Ja, ich sehe es. Vielleicht landest du im Wasser? Im Wasser? Nee, ist okay. Bro, du bist im Wasser gelandet. Nee, ich bin auf der Autobahn. Wo bist du? Autobahn, ich roll gerade aus. Nein! Bin ich weiter? Du bist weiter wie ich. Ja! Nein! Ich bin halt besser geflogen und ausgerollt. Meiner ist einfach, der hat komplett nach der Rampe die Kontrolle verloren. Ich konnte nichts machen, aber GG. Es steht, glaube ich, 6-4. 6-4 für dich, Rosak. Gar kein Problem. Für mich meine ich ja, Rosak. So, jetzt bauen wir 3 Autos und 1 für den Gegner. 1, 2, 3. Nein, ich nehme das nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich nehme das nicht. Bro, ich habe schon gewonnen. Bro, das zählt nicht. Doch, das ist ein Auto. Was für ein Auto soll ich nehmen, Rosak? Bro, hier, flieg wieder mit dem Schrottding. Bro, Rosak, guck mal dein Auto an. Bro, er kann nicht fahren. Guck mal. Boah, Rosak, echt stark, auf Wiedersehen. Ah, GG. Alter, ich sag dir ehrlich, der war richtig schnell. Die Schrottautos sind wirklich, die dürfen wir nicht unterschätzen. Das sind wirklich geisteskranke Autos. Und hier haben wir jetzt 7-4 für... Wow! Stani Buddy. Bluff. Easy. Ja, easy, Digga. Das ist einfach Schummlerei, komm. Ja, Rosak, du bist einfach schlecht. Was nimmst du? Komm, jetzt entscheidest du dich eh wieder falsch. So, jetzt haben wir wieder ein Battle hier, ein Japan-Battle, Leute. Und zwar, wir haben hier einmal ein Skyline und so ein... Bro, ich will den Skyline nehmen. Sorry, Bro, du kannst den anderen nehmen. Wir haben hier einmal den Skyline und einmal das andere Auto. Was ist denn der andere? Das ist doch hier so ein... Bro, das Supra, Ding ist, ich wollte in den Skyline gehen, damit du den besseren Wagen nimmst, aber... Nein, ich wusste, der wenn Skyline ich in ist den okay, Bro. Das wenn ich in den schlechteren... Ja, okay. Rosak, fahr. Guck mal, er fällt da runter, Leute. Er kann nicht mehr überreden. Junge, los, Rosak, fahr. Gehst du direkt in den anderen. Hey, du warst gerade einfach weg gewesen bei mir, aber... Hey, was machst du, Rosak? Mein Auto backt voll rum, warte mal. Ja, ich hab's dir nur gesagt, dass dein Auto rumbackt. Junge, ich hab... Bro, selbst meine Spritanzeige ist weg. Ja, dann ist das Auto kaputt. Du hast das Auto kaputt gemacht. Warte, ist kaputt. Jetzt wieder da, die Spritanzeige. So. Die Kilometeranzeige ist wieder da. Ich sag ehrlich, ich komme sehr gut weit. Okay, also, jetzt fahr ich. Ja, ich bin auf jeden Fall bis zum Ende der Autobahn gekommen. Wir werden dich jetzt mal kurz beobachten. Du musst da ganz viel beobachte mal. Oh, was? Ja, guck mal bitte. Ja, okay, du bist weiter. Achte mal, du bist bitte, weiter. Wo ich hinflieg. Achte mal, wo ich hinflieg. Ja, aber du bist weiter. Bam, ein Geditsch ins Wasser. Nein, hast du mich gesehen? Ich war direkt hinter dir. Nee, im Wasser? Nee, ich war direkt hier. Oh, nein, Leute. Ich hab dich hops genommen, hä? GG, Alter. Aber immer mit deiner Politik dann die falschen Autos einstellen, das bringt mich ganz schön durcheinander, sag ich dir ehrlich. Ja, siehst du, da hab ich dich hops genommen, hab ich doch gesagt. Aber jetzt, Rosak, gibt es ein Auto und das muss der Gegner fahren. Zack. Okay. Oh, Burgershot-Auto, stark, Rosak. Bro, aber das ist so ein gemoddeter Benz mit Dingen aber, und so, das kann schon gut sein. Du hast, Bro, willst du mich veräppeln? Das ist ein Hypercar, was ich hier hab. Bro, entspann dich. Wie viel stehst du gerade? Ich weiß gar nicht. Ich glaube 7-5. Ja, nee. Oder? Ich weiß, aber wir sehen auf jeden Fall die Anzeige eh hier drin, Leute. Und der Gewinner wird dann eh in der nächsten Folge das krasse Auto kriegen. Oder direkt am Ende, würde ich sagen sogar. Drei, Rosak, zwei, du kannst losfahren. Eins. Das ist gut.
Der ist stark. Ja, Bro, der ist ultra stark, Bro. Der ist 1000, der hat 1000 geschafft, Digga. Das haben andere Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro, der ist krass. Das Auto macht neuen Rekord. Bro. Nein, nein, das ist auch nicht. Deins? Ich bin so weit hinten. Ich bin auf der Autobahn. Nein! Bro, mein Auto war übel gut. Bro, aber das ist so das Ding. Wer weiß schon, irgendwie so scheiß LKWs und sowas sind plötzlich gut. Boah, ne? Jetzt aber schwierige Entscheidung. Und zwar, es gibt hier einmal den Diamond Platin Nissan Skyline. Okay, okay. Er nimmt direkt den Diamond Platin Nissan Skyline GTR. Nissan Skyline GTR. Nissan GTR meinte ich natürlich. Ich nehme den normalen GTR. Ich bin gespannt, welcher besser ist, Bro. Wir haben ja relativ, es sind ja relativ gleiche Autos. Aber ich sag dir, Russack, meiner ist besser, weil deiner nicht ist kaputt mehr wegen getun. Dem ganzen Ding. 3, 2, 1, go, komm. Und oha, du bist besser. Gott, tschüss, Russack. Obwohl, ja. Du fängst dich nicht, landest am Kopf. Ja. Und dann hole ich dich ein, Bro, mit ein bisschen mal, Autobahn guck, fahren. Guck mal hier. Bro, ich bin doch kein Anfänger. Nein, ich bin gegen LKW geklatscht, Bro. Hättest ich hätte dich! Ich hätte dich, Bro! Wirklich? LKW hat mich ausgebremst. Oh, guck mal, wie knapp. Das hätte ich safe ausgerollt. Safe. 9,5, oder? 9,5 für mich, muss ich sagen. Nee. Ich glaub 8,6 oder so. Ja, 8,6. Ihr seht, wie gesagt, jeder hier die Dings. Okay, Russack. Ich habe gewonnen. Das heißt, wir spawnen random Autos. Und zwar 5 random Autos und jeder kann sich eins also aussuchen. Ne? 1, 2, 3, 4, 1. 5. GG, Bro. Was denn GG? GG, Bro. Bro, du hast eine G-Klasse, was laberst du? Das ist nicht irgendeine G-Klasse. Was ist das für eine G-Klasse? Die Blümchen-G-Klasse. Ja, aber ich sag dir, die fliegt nicht so weit, glaub mir. Bro, GG. Nein, guck mal, ich hab GG. Bro, ich hab den 135i und das ist GG. GG. Ja, ey, du hast keine was Chance. Laberst du, Russack? Du hast absolut keine Chance, dass das Comeback ist. 3, 2, 1, go. Fahr doch los, Kleiner. Ja, GG. GG. Bro. Hä? Was? Ciao! hast du gesehen? Hast du gesehen? Bro, fliegst du noch? Hast du gesehen? Bro! Du hast mich zu dir teleportiert im Flug! Bro, ich wollte nicht spectaten, nein! Bro, warte, komm mal kurz her, wieder in den Start. Steig mal ein. Ja, ich spectate dich eh, fahr mal. Ja, okay. Ich glaube, das ist das Auto, Leute, was sogar über, ja, Alter, wie schwer fährt der? Cool. 1100 eigentlich, aber das fliegt so gut, guck mal. Bro, 1100 nur, aber guck mal. Bro, aber ihr, doch. Cool, wir clean. Ja, der fliegt schon clean, aber ich sag dir ehrlich, da hinten war ich auch schon mit. Obwohl, nee, so weit war. Ich glaube, das ist Rekord. Guck mal. Das ist Rekord. Ich war mal mit einem Auto weiter, hast du gesehen? Mit einem Auto war ich sogar weiter gewesen. Hier. Keine Ahnung, Bro. Ja, mit eins war ich weiter. Okay, 8-7 für Russack. GG, Leute. Für dich immer noch. Für mich meine ich noch. Ja, aber du hast einen Punkt hier aber gemacht. Aber ich mach jetzt noch Brabus Punkt. Gegen Brabus. Boah, du bist auch nicht schlau, Russack. Der B63 ist Gott-Auto. Der B63 Nein. ist doch, Real Rap. Bro, das, ist das der Polizei oder nicht? Egal. Nein, das ist nicht der Polizei, Brabus, den du hast. Bitteschön, Bro, ich werde dich trotzdem hochnehmen. Fahr los, den wirst du nicht hochnehmen. Ciao. Den kannst du nicht hochnehmen, guck mal hinter dir. Ja, vorbei, Russack, das ist Gott-Auto, was ich habe. Oha. Guck mal hier. Das schaffe ich locker und damit schaffen wir es auch. Sehr, sehr. Oh ja, guck mal hier. Oh, komm. Oh nein, wir schaffen es genau in die. Oh mein Gott. Ja, vorbei. Junge, ich fahre hier noch einen schönen Spaziergang. Einmal durch die Halbkarte. Ich denke mal, Russack, da wirst du eh nicht hinterherkommen. Ja, ich bin auch gut weit gekommen, aber leider nicht so weit. Ist okay, 9,7. Ja, ich glaube, 9,7 müsste das jetzt stehen. Und wir werden jetzt so machen, Russack. Ja. Zwei Autos und eins auswählen. Okay. Eins, zwei. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Oh mein Bro, was kriege ich heute für Autos? Was kriege ich hier heute bitte für Autos, Russack? Ich check selber nicht. Aber denk dran, zum Ende gibt es ja immer noch zwei Punkte. So, also wenn du das schaffst, dann weiß ich auch nicht. Fahr los, Russack, fahr los. Komm schon. Hä, der ist gar nicht so schlecht. Meiner ist gut. Meiner ist stabil. Also es fliegt gut. Meiner fliegt gut. Also Autobahnende so.
Und ich kann gut landen. Ja, ich bin übel gut gelandet. Ich fahre sogar noch. Ich fahre Autobahn. Ich fahre gut Autobahn. Ich rolle. Ich rolle mit dem Besten. Wo bist du? Hä? Warte, du bist so nee, du bist weiter, du bist weiter. Bro, als ob dieser Zukunft-Mercedes gegen normales GTA-Auto verloren hat. Also manche GTA-Autos sind echt absolut overpowered. So, wie wir jetzt mal gucken hier. Oh Gott, der Reifen oder der Gigahorst? Das ist jetzt die Frage. Digga, ich nehm den Reifen. Oh, ich glaube, du falsche Entscheidung. Ich sag ehrlich, ich glaube, der Reifen, der ist nicht so krass. Ich weiß es nicht, das ist echt schwierig. Oh Gott, ich glaube, ich schaff's nicht mal genau anzulaufen. Ich hab's gesagt, der Reifen ist nicht so stark. Oh nein, doch, nein, niemals. Doch, 900. Oh, ist okay. Was? Ist okay. Ein bisschen schwer zu lenken gewesen, aber ich habe ihn unter Kontrolle. Ich weiß nicht mal, ob die Autobahn vorne war. Ja! Ausgleich! Ausgleich, Bro! Ausgleich! Jetzt das letzte Rennen! Nein, wir müssen jetzt nochmal einmal ein. Wir spawnen jetzt fünf Autos und eins auswählen, Bro. Eins auswählen, fünf Autos, das ist die letzte links hier. Zwei, drei, vier, fünf. Ciao, Bro. Ciao. Zwei. Auf Wiedersehen. Ey, Bro, ich will nur LKWs! Ciao, Bro. Ciao. Mit dem... Oh nein, er hat Knuckles. Ich hab Knuckles, ciao, Bro. Ciao. Bro, das ist ein Flugzeug. Ciao, Bro. Das zählt nicht. Das ist ein Flugzeug. Das zählt nicht. Ja, okay, Bro. Mach nur nicht so viel Auge. Ja, mach nur nicht so viel. Ciao. Ciao. Was ist mit deiner Untertasse da? Bro, ciao. Das ist das Auto. Ciao, ciao, Bro. Okay. Okay, fahr los, komm. Fahr los. Oha. Digga. Bro! Digga, was? Es wird übel knapp. Wir sind übel. Guck mal, ich bin genau neben dir. Oh mein Gott. Bro, was geht? Oh mein Gott, das kommt jetzt aufs Ausrollen an. Nein, nein, ich hab nicht gut ausgerollt. Ich bin gecrashed leider. Nein, ich bin schlechter gecrashed. Nein. Oh mein Gott. Richtig, aber. Ja, Bro, ich könnte jetzt noch unentschieden machen. Nee, ich könnte doch gewinnen. Ich darf auswählen. Nein, hey, das ist fest von Anfang an. Nein, ich darf auswählen. Nein, das ist fest von Anfang an, Bro. Ich Warum? Hab doch gesagt, ich hab das Godzilla-Auto. Und jetzt? Das ich ist immer das Auto, was zwei Punkte gibt. Du hast dein Auto. Ich will aber das Godzilla-Auto. Nein, du hast dein Auto, Rustig. Das sind immer die Autos von den jeweiligen Fahrern. Ja, okay. Dann hast du keine Chance. Ich gönne dir den Sieg vom Herzen, Rustig. Letztes Mal, Dubai hast du ja auch gewonnen. Okay, drei, bist du ready? 2, 1, go. Nein, ich hab verdammt. Ja! Bro, haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Rustig, ich glaube, ich gewinne, ne? Rustig, Statement? Nee. Warte, guck nach unten. Guck die GPS, guck GPS! Guck GPS, Bro! Nein! Ich bin hier! Oh mein Gott, Digga, du hast dich nicht ausrollen können. Du bist am Kopf gelandet, du Idiot. Viele von euch werden wahrscheinlich diese Mega-Rampe kennen, Leute. Aber diesmal haben wir erstmal hier unsere alten, bekannten Spezialautos. Einmal der GT63, der Lamborghini Aventador. Und wir haben zwei sehr besondere Autos, von denen man sagt, dass das die schnellsten Autos in ganz GTA 5 ist. Die sollen wohl über 20.000 km/h fahren. Ich glaube, ich rede ruhig. Und weil ihr seht auch hier, diese Autos haben hinten Jet-Antrieb. Das ist wirklich, das haben nicht sehr, sehr viele Autos. Und wir werden heute probieren, über, ihr seht's, Leute, die Rampe runterzufahren und einmal über die komplette Karte zu fliegen. Ey, ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich habe einige Speedmods installiert, falls wir es auf normalen Wege nicht schaffen sollten. Aber ich würde erstmal sagen, um uns das Ganze anzugucken, muss leider der gute GT, Leute. Das Auto ist natürlich auch gemoddet, gibt so in GTA nicht, aber es ist schon, es ist halt noch ohne Speedmods oder sonst was. Wir gucken mal kurz, wie schnell der es schafft hier. Wow, okay. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Das ist natürlich ein Monster, ne? Das schnellste Auto, was es bei Mercedes gibt, Leute, fährt hier mit fast 400 km/h runter. Holy moly! Der Tacho ist am Limit. Haltet euch fest. Nämlich jetzt. Ja, gut, okay. Dass wir hiermit nicht weit über die Karte fliegen, war uns, glaube ich, allen klar gewesen. Wir sind, ja, fairerweise gar nicht so schlecht. Wir sind hier
gelandet beim Friseurladen und hier war ungefähr die Rampe. Wir müssen einmal komplett rüber. Friseursalon werden wir uns mal merken. Gut, als nächstes, wo ich auch ein bisschen glaube, dass wir hier ein bisschen schneller werden und noch ein bisschen weiterkommen, definitiv der dicke Lambo hier, Leute. Das ist ja hier Venemo oder wie wieder heißt. Das ist ja hier so ein Spezial-Lambo. Damit werden wir schon gut vorankommen. So, wir sind auf der Rampe. Der Spoiler hat sich ausgefahren. Das Auto ist bereit. Nein. Oh. Stimmt. Hä? Ich wollte Licht anmachen. Sagt nix. Ich habe jetzt einen anderen Lambo noch geholt, der ein bisschen schneller sein soll. Der andere werden wir gleich auch noch fahren. Aber einfach, weil ich gerade frustriert bin. Weil der andere mich so enttäuscht hat. Boah, ich muss sagen, der macht richtig Rabatz. Der macht richtig Rabatz. Holy moly. Wir haben fast... Was? Erzähl nichts. Der ist langsamer als der GT63. 374. 380. 400. 400 kommen wir. Ja, 400 haben wir angekratzt. Baba-mäßig. Wir erinnern uns, Leute, wir waren da gerade am Friseursalon. Und jetzt... Oh, ey, das ist ja... Also da steht das Auto. Wir sind jetzt einen Tick weitergekommen. Wow. Ah, das überzeugt mich noch nicht. Das... Nee, das ist der LP770, Leute. Das ist gar nicht der Veneno. Den sind wir gerade gefahren. Hier ist er nochmal. Und das Auto ist ja ein bisschen spezieller getuned. Ihr seht es ja hier auch an den Auspuff. Da ist wirklich sehr, sehr viel Saft hinter. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt vielleicht in die 500er Richtung kommen. Okay, mal gucken, was die Karre drauf hat. So, auf der Rampe sind wir. Grip haben wir auch. Boah, ey, der... Ich merke direkt schon jetzt beim Losfahren. Der macht richtig Laune. Guck mal, wir haben jetzt schon 360. Aber alle bei 360 sind die fast tot. Ihr seht, der schaltet gar nicht mehr. Na, jetzt schaltet er noch in den nächsten Gang. Aber es wird auch um die 400 werden. Schwach. Sehr, ich muss wirklich sagen, sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Noch schlechter. So, bevor wir jetzt zu den Jet-Autos kommen, habe ich mir hier noch so ein i8 heruntergeladen. Und dieser i8 soll wohl angeblich eine Monsterkarre sein. Keine Ahnung. Ab geht's, kommt der i8 mit uns. Oh, was? 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 Bro! Willst du mich veräppeln? Der fährt doch niemals 846. Er fährt 846. Oh mein Gott. Bro! Es ist wirklich insane. Guckt euch an. Bro! Und easy gelandet. So, Leute, ich will mal kurz gucken, was hier die Höchstgeschwindigkeit von dem Wagen ist. Okay, wir sind jetzt hier schon auf... Ja, das, ich glaube, der kommt sogar über 1000 km/h. Ah, warte mal, hier müssen wir einmal abbremsen. Bro, ich hatte schon mal so eine i8-Mod gehabt, aber die war nicht mal ansatzweise so krass gewesen. Okay, Leute, hier haben wir eine ganz gerade Strecke. Wir gucken, was der bringt. Boah, gut, dass der Grip hat, weil ich sag euch ganz ehrlich, vierter Gang... Ah, okay, 8. Oh, Mist, reingefallen. 864 war das Höchste gewesen. So, Leute, ich habe jetzt hier eine andere Rampe installiert mit so ein Boost-Dingern hier zwischen. Und damit werden wir über die ganze Map, ich sage euch ganz ehrlich, da werden wir zweimal um die Map fliegen. Wir sind ja jetzt, Hälfte haben wir fast, glaube ich, schon geschafft gehabt. So, 846 maximale Geschwindigkeit. Sauber, jetzt geht's rund, Leute, seid ihr bereit? Oh. Oh, okay. Ach, die Rampe geht da runter. Lol. Bro. Wo fliegen wir denn hin? Schnell. Okay, sorry, Leute. Ich habe aus Versehen die falsche genommen. Das ist hier eigentlich die Rampe. Und zwar da hinten seht ihr das. Die Stadt Los Santos. Ich glaube aber, das Jet-Auto ist sogar noch einen Tick schneller. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ist wahrscheinlich so. Okay, schnallt euch an. Oh, ich hoffe, ich habe Höchstgeschwindigkeit. Sieht gut aus. Ja, hier kommt nochmal der Boost, Höchstgeschwindigkeit. Oh, shit. Nee, die Rampe ist Müll, Leute. Die Rampe ist wirklich... Ja. Wir schaffen es nicht mal hier über den See. Das ist doch verarsche. Weil die Rampe ist einfach zu hoch. Die hätte spitzer kommen müssen. Aber das ist Müll. Das ist... Nee. Ich werde das so lange probieren, bis wir es über die ganze Karte geschafft haben. Ich werde nicht aufhören. Wir werden heute in diesem Video über komplett Los Santos fliegen. Das ist mir scheißegal. Und deswegen gibt es jetzt hier nochmal eine neuere Rampe. Ich glaube, die ist ein bisschen besser. Ah, oh, oh. Okay. Ey, wir haben... Naja, die ist auch cool, ne?
Ja, ja, moin, das ist ja... Was ist das? Also wir haben gemerkt, eigentlich auf die Rampe hier sind wir bisher am weitesten gekommen. Ich glaube, wir waren ungefähr bis hier oder so in dem Bereich auf jeden Fall. Also ein Viertel der Karte haben wir geschafft. Wir brauchen ein noch schnelleres Auto. Und dafür würde ich dieses Jetcar hier, glaube ich, nehmen. Dieses Jetcar, wow. Leute, das ist, hier ist alles gemoddet. Was ist denn hier los? Hallo? Oh, 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 ey, oh. Ich sag euch. Ja, moin, jetzt stecke ich... Jetzt stecke ich in der Rampe fest. Ich hab euch gesagt, dieses Jetcar ist nicht mehr normal. Es ist anders, ja? Es ist... Man Bro, was ist hier los? So, Leute, ich will euch erstmal hier zeigen, wie das Ding überhaupt abgeht. Erstmal so rund. Man muss gleich noch ein bisschen was einstellen, dass er noch ein bisschen schneller fährt. Aber nur, dass ihr schon mal seht, was hier abgeht. Was das für eine Höhenmaschine ist. Das fährt 500 ohne Motoreinstellung. Jetzt habe ich hier den Motor ein bisschen angepasst. Jetzt gucken wir noch mal rein. Was er macht? Ja, ja, okay, ja. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Über 1000 werden wir locker kommen. Das Auto ist Schallgeschwindigkeit. So, wir sind jetzt wieder auf dem Track, um zu überprüfen. Oh, was war das? Ey, Bro, das Ding ist einfach broke. Das Ding ist einfach broke. Das Teil ist einfach so krank, es kann sich selbst nicht kontrollieren. So ein Ding ist das nämlich. Okay, schneidet euch an, Leute, seid ihr bereit? Es geht los. Hä? Bro, ich check's nicht. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, es reicht mir jetzt. Es reicht mir jetzt. Dieses Auto hat sogar Jetantrieb. Ja, ich kann hier die Jetdüse hinten nochmal aktivieren für extra Turbo. Und ich würde sagen, lass mal gucken, wie schnell das fährt. Also ohne alles, ohne Motoranpassung. Ja. Ja. 539. Ist in Ordnung. Ist nicht schlecht. Jetzt werden wir den Motor anpassen ohne große Speedmods. Und ihr seht, was hier passiert. Okay, wir sind tau. Bro, ich kann's. So, ich muss mich jetzt kurz mal konzentrieren. Wir waren 1000. 2000! Bitch ass bullshit. 2000 km/h. Ihr habt's gesehen. 2000 km/h. Mit dem Jetantrieb. Ihr habt's gesehen, Leute. Das Ding geht sogar noch schneller. 2000 waren wir gewesen. Wenn nicht, muss ich nochmal Tuning ein bisschen machen. Ein bisschen Tuning, komm. Ja, 2000 maximal. Dann ist es vorbei. Leute, seid ihr bereit? Für die Mega-Rampe und das Jet-Auto. Nein! Nein! Bro, ich steck fest. So, jetzt. Mit ein bisschen Hilfe haben wir es auf die Rennbahn gebracht. So, wir fahren langsam los. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Bei 500 schon so eine Probleme. Let's go! So, wir sind jetzt mal hier nochmal auf die andere Rampe gefahren. Oh, yes, Baby. Seht ihr, was hier abgeht? Wir werden jetzt über die GTA-Karte fliegen, wenn wir hier Grip kriegen. Wenn wir Grip kriegen. Wenn wir... Wir haben Grip. Ich mach noch nicht Turbo. Jetzt Turbo! Na! Bro, das Auto ist einfach zu flach. Hey, wie sollen wir das denn hinkriegen? Ich hab noch mal nachgelegt. Da hinten können wir hochfahren. So, Leute. Ab geht's. Wir sind... Was? Hä, ist das... Das Auto ist schneller geworden. Leute, wir fahren... 3000! No, fuck it. 3000 km/h war es gewesen. Ihr habt es gesehen. Das war no joke und ich fliege immer noch hoch. Ich hatte noch nicht mal Jetantrieb gehabt. Wir waren auf 3000. Oh! Oh! Überleg mal, ich würde mit dem Auto hier ganz normal durch die Straßen von Los Santos fahren. Mit einem Auto, was 4000 km/h fährt. Guck mal, pass auf. Pass auf, was jetzt passiert. Aus dem Weg! Oh mein Gott! Leute, jetzt habe ich eine Speedmod installiert für den i8. Wenn ich... Oh, ich werde keinen Grip kriegen. Ich werde kein... Wenn ich hier mit einmal Grip kriege, dann ist vorbei, glaubt mir. Ich werde schneller fahren als das Jet-Auto. Pass auf, jetzt haltet euch fest, Leute. Wir werden jetzt über die verdammte Karte fliegen. Na! Bro! Was?
Die Autos sind alle zu flach. Leute, ihr werdet lachen. Guckt mal, was ich für ein Auto habe. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt auslachen. Ihr denkt, damit wird es doch niemals was. Aber das Auto sollte theoretisch nicht aufkommen. Das hat vorne einen relativ guten Radius. Ich habe jetzt eine kranke Speedmod draufgehauen. Das Auto wird 5000 km/h fahren. Ihr habt richtig gehört. Okay. Das Auto, nein. Das Auto sollte unten nicht aufkommen. Wenn nicht, fahre ich hier mit Monster Truck runter. Okay, wir sind bei 3000. 2000. Ey, Bro, das ist doch nicht mehr normal. Guck dir an, das Auto fliegt alleine rüber. Das Auto fliegt alleine. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, das wird das Auto sein. Guck mal, das Auto hat unten so viel Freiraum. Wir fliegen jetzt rüber. Bro, es kann nicht sein. Es ist zu unreal. Ich sag euch ehrlich, es ist zu unreal. Wir sind zu schnell. Wenn es jetzt nicht klappt, ich werde offiziell aufgeben. Wir fahren 2000. 4000. Wow! Let's go, baby! Es ist unbelievable, Leute. Also, ich weiß nicht. Man kann es theoretisch sagen, es hat geklappt. Wir sind heute nicht auf der Ultra-Rampe, sondern auf der Mega-Ramp, Leute. Und guckt mal bitte, wie diese Rampe runtergeht. Und damit werden wir heute von SCP 173 mit den Autos runterballern. Ich bin gespannt, was für Autos der Typ hat. Und da hinten steht er, Leute. Guckt euch bitte an. Ey, der ist mega gruselig. Ey, der sieht richtig komisch aus. Das soll ja irgendwie so eine Statue sein. Der soll aus Beton bestehen und so. Aber der kann sich auch bewegen. Aber der tut halt immer so, als würde er sich nicht bewegen können. Aber der ist flink wie was weiß ich, Leute. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Auto. Lol. Bro. Was hat der Typ bitte für Autos? Ey, das ist übelst laut. Ich muss aber kurz leiser machen. Ey, das ist voll... Oh, ey, die ganze Rampe brennt an. Ey, das ist... nicht so gut, sage ich euch ganz ehrlich, aber guck mal, das ist so ein Auto, da kommt, oh, er hat sich selbst verbrannt, aber das macht ihm nichts, Leute, weil er aus Beton ist, ihr werdet es gleich sehen, er wird gleich wieder aufstehen, aber komplett krank, habe ich noch nie gesehen, dass das hier wirklich so ein heftiges Auto gibt. Ich werde mal einsteigen hier, können wir einsteigen, ja, okay, gut, so, dann werden wir mal gucken, ob SCP 500 auch einsteigen kann. So, Kollege, komm mal jetzt bitte rein, guck mal jetzt, er läuft einfach ganz normal durchs Feuer, ganz easy. Er sitzt einfach neben uns. Ey, der ist sehr, sehr gruselig, der Typ. Aber Leute, das ist sein Auto, also muss ich ihn auch mitnehmen. Und deswegen sollen wir jetzt mit dem die Mega... Oh, Leute, ich sag euch, diese Mega-Rampe hier, die ist nicht ohne. Die ist wirklich sehr, sehr geisteskrank. Die ist schwer runterzufahren. Also tut mir einen Gefallen. Seid nicht sauer auf mich, wenn ich jetzt die ganze Rampe an... Oh, wir kommen perfekt. Wow. Okay, kommen wir rauf auf die Rampe. Let's go. Oh mein Gott, ich sehe halt nichts, Leute. Ich sehe halt Real Talk nichts. Sie sind irgendwie unter dem Auto. Wie komme ich hier hoch? Okay, warte. Ey, ich muss, glaube ich, Ego-Pers. Guck mal hier, ich muss so runterfahren. Ey, wir fahren auf dem Kopf runter. Ich gebe jetzt Vollgummi. Ey, das wird zu krank. Ich habe Ego-Perspektive, Leute. Oder soll ich so fahren? Ich weiß nicht. Ich fahre einfach so runter. Und im letzten Moment werden wir den umschalten. Ey, das Auto ist wirklich... Es ist krank. Also es ist nicht sonderlich schnell, aber... Oh, hier Kitobo hat es auch. Geil, das feiere ich. Das ist eigentlich nur mal wichtig, aber es ist langsam. Es ist sehr... Ja, Leute, das ist ja... Also, es sieht zwar geil aus, es macht zwar ordentlich was her mit den Flammen, aber ich sag euch ehrlich, das Auto ist mir viel zu laut. Und Bro, wir sind nicht mal weit geflogen, obwohl wir da so eine Mega-Rampe runtergekommen sind. Wie lame ist das Teil? Ey, stell ich hier in die Ecke rein. Bockt mich gar nicht. Ey, Auto sieht geil aus, SCP 500, aber ich will jetzt was Besseres. Ich will jetzt was viel, viel Besseres haben. Was ist das jetzt hier für ein Auto? Ey, Leute, ich drehe komplett durch. Will der mich veräppeln? Also ja, er hat echt sehr komische Autos, die ich so in GTA noch nicht gesehen habe. Aber das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Transporter für unterwegs, irgendwo hinzufahren. Ja gut, aber vielleicht ist der schneller. Oder der hat uns jetzt komplett verarscht und das Ding wird einfach explodieren, weil da hinten Bomben drin sind oder irgendwas. Das, guck mal, das, wenn wir jetzt damit runterfliegen, Leute, das wird uns doch alles um die Ohren hauen. So, Einstein, dann geht's jetzt hier auch mal ab. Hallo. Ja, komm, steig ein. Guck mal, ich verarsche die Idioten. Aber ich sage, Leute, den Typen sollte man, glaube ich, lieber nicht verarschen. Komm, steig da rein. Warte, warte, komm. Ja, das hast du davon. Oh mein Gott, Leute, guck mal, er fällt mit uns runter. Oh, what? Alter, nein! Oh Gott! Wir verlieren maximal die Kontrolle. Ey, wir schaffen es nicht auf die Mega-Rampe, Leute. Ach du Scheiße, was passiert jetzt, wenn wir unten aufkommen? Wird alles kaputt gehen? Wird das Auto es durchhalten oder werden wir alles zerstören? Ich bin gespannt.
Oh, ich mach extra hier so auf den Kopf. Und... Oh. Ey, Bro, das hat er gut abgefangen. Als wäre das so eine Feder, aber ich glaube, SCP für Wunder geht nicht so gut. Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ? Aber Leute, der ist eigentlich unbesiegbar, weil das eine Statue ist aus Beton und der kann sich immer wieder neu zusammenbauen. Ist er hier? Leute, der steht einfach hier bei dem Auto schon. Ja, okay, so. Das war nicht schlecht, komm mal mit jetzt. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, es wird immer schlimmer. Der Typ dreht jetzt komplett durch. Ich hab nichts gesagt. Auf einmal steht das Auto hier oben. Also wir haben hier einen Monster-Truck mit massiven Feuer. Hinten irgendwelche Autos drauf, einen krassen Motor. Ja, ich bin echt gespannt, Leute. Also vielleicht, der sieht auch sehr schnell aus. Vielleicht fährt er jetzt auch mega schnell. Guck mal, lenken ist schon mal sehr krass. Ich weiß gar nicht, passt die überhaupt hier durch? Oha, oha, oha. Oha, eigentlich, hey. Oha, perfekt, okay. Sehr, sehr perfekt. Aber ja, ihr seht, ich kann hier mit der Kamera. Lol, ich kann vorne rausgucken, Leute. Guck mal, wie cool das aussieht. Gibt's hier Turbo? Wow, wow, was? Der Turbo? Aber hä? Guck mal, der fährt maximal 122. Ey, das ist ja voll die Rentnerkarre. Guck mal, selbst mit Turbo fährt der nicht schneller. Ey. Oh Gott, jetzt super, jetzt fliege ich so runter. Die denken auch, ich bin hier so ein Phönix aus der Asche. Kannst du halt den Turbo machen, aber das bringt alles nichts. Ey. Also ich muss sagen, die Autos sind 10 von 10, aber die sind alle... Oha, 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 oha. Ja, nicht schlecht. Jetzt soll es wohl was sehr Krasses und Starkes geben. Ich bin gespannt. Oha! Okay, das Auto passt sogar richtig zu ihm. Guck mal, wie das aussieht. Das ist auch irgendwie aus so Betonoptik haben die das gemacht. Ey, das ist irgendwie so ein Apokalypsenpanzer. Ey, der sieht unnormal nice aus. Ich bin echt gespannt, was der drauf hat. Hier hinten noch mit extra Ladefläche so. Guck mal, hier können sich doch Leute, glaube ich, hinsetzen, oder? Ey! SCP, Abfahrt, wir fahren runter mit dem Panzer. Etwas schneller, bitte, Kollege. Sind hier überhaupt zwei Sitze möglich? Ja, guck mal. Sogar. Hä? Hier ist ein Einsitzer, oder? Kommt der da rein? Bro, der kommt hier nicht rein, oder? Steig jetzt ein. Ey, wenn du mich jetzt hier veräppeln willst, ich schalte dich alleine runter. So, komm mal auf hier. Ich werde ihn runterschubsen. Komm mal her. Guck mal, der fällt gleich, der fällt gleich. Oha, was macht er jetzt? Er steigt jetzt ein! Im letzten Moment! Oha! Er hat's gut getimt. Aber komm, können wir hier Grip kriegen? Ey, man sieht halt einfach gar nichts hier. Und ey, ich sehe halt selbst drinnen hier nichts im Panzer. Boah, ich sehe halt gar nichts. Guck mal hier, ich sehe gar nichts. Das Ding knallt hier einfach und... Oh mein Gott, wie schnell... Was? Was? Der ist 400 gefahren. 400 Spitze. Und guck mal, ich wette, das macht dir nichts aus. Boom, guck dir das an. Alter, das Ding ist ja übelst OP. Und warum ist der so schnell? Ey, wir hatten gerade, guck mal, Monster Truck, alles gehabt, aber das Ding... Oh, what? Der hat so einen Special Jump? Und wir haben Laserwaffen. Ich bin mal gespannt, ob wir damit auch die Rampe hochfahren können. Ey, wenn das geht, das wäre wirklich crazy. Okay, die Rampe runterfahren ist kein Problem, aber können wir hiermit auch die Rampe hochfahren? Das ist die Frage. Also eigentlich müsste das klappen. Ich bin mir sicher. Es klappt. Guckt euch... Oder? Nee, klappt nicht. Oha, ja, der hat einfach keinen Grip mehr dann. Oha, das ist sein nächstes Auto hier. Ein voll gepanzerter Apokalypsenwagen. Ey, der sieht so geil aus. Überleg mal, Leute, den hätten wir mal in GTA-RP und könnten damit rumfahren. Mit vorne oben den MG drum, das wäre so stark, ne? Aber ich habe eine kleine Befürchtung. Warte mal, das MG da oben geht gar nicht. Oder doch, da muss sich einer hinsetzen. Aber guck mal, wir kommen hier gar nicht durch. Das wird nämlich das Ding sein, oder? Doch! Oha! Ja, super. Aber ich krieg kein... was passiert jetzt? Hallo? Ja, toll, ich flieg jetzt hier runter. Oh Gott. Leute, überleg mal, vorne mit der Schaufel direkt jetzt in den Boden rein. Oder voll in ein vorbeifahrendes Auto. Warte mal, ich werde das extra so lenken. Nein! Dreh um! Wow! Oh! ja, nicht schlecht. Der hält auch gut was aus, aber runterfahren ging damit nicht so gut, weil der wahrscheinlich so schwer ist. Können wir damit hochfahren? Was? 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 Ey. Das Ding ist ja doch besser als gedacht. Ja. Okay. Komm. Grip.
Ja. Oh, guck mal, da oben sind die Flugzeuge. Und wie hoch wir gefahren sind. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht ganz zufriedenstellend. Der muss irgendwie uns hier noch wirklich was bieten jetzt. Ich will was Geiles haben. Also, Kollege, ich muss dir echt sagen, du siehst zwar heftig aus, aber Batman hat deutlich bessere Autos wie du. Und da brauchst du dir keine Welle machen. Oha, das Ding kommt mir eigentlich bekannt vor. Wir hatten ja schon so ein ähnliches Mal, glaube ich, von Batman oder so gehabt. Da das hier komplett anders aufgebaut. Das ist hier echt so in diesem Apokalypse-Style, aber sieht halt extrem klein aus. Ja, gut, vorne zwei Miniguns dran, hinten noch so ein Schild. Aber ich bin gespannt, Leute. Ich bin noch nie mit einem Motorrad diese Rampe runtergefahren. Alter, das wird echt wild, glaube ich. Oh, kriegen wir das hin? Ich kann nichts machen, Leute. Guck mal, ich fliege. Ich konnte nichts machen. Aber Motorrad auf einmal. Wow, guck mal, wie wir fliegen. Let's go. Oh Gott, wenn ich das lande. Ja, okay, Motorrad nicht schlecht, sag ich mal so. Es ist einfach weg. So, wir haben jetzt die Rampe gewechselt, Leute, weil ich glaube, hier kann man einfach besser die Autos testen. Damit können wir auf jeden Fall mehr über die Karte fliegen und auch, glaube ich, viel, viel besser. Bro, was hast du denn hier für ein Auto? Das Blutdranne. Zwei Miniguns, okay, ich glaube, das ist so ein bisschen, das sieht fast aus wie ein Batmobil. Mit da oben, mit der Alarmanlage, es sieht so ein bisschen aus, als würde er hier auf Polizist spielen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen sein Undercover-Auto. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, was der an Leistung hat. Vielleicht ist er ja auch besonders schnell, weißt du? Also, das können wir ja nicht wissen. Das könnte echt sein, dass das hier so ein Riesenmobil ist. Okay, ab geht's, Leute! Puh! Also, bisher normal. Ich gebe mal jetzt ein bisschen... Oh, Leute, ich sag euch, das Teil ist sehr schnell. Das ist wirklich sehr... Ich habe nicht gelogen. Was? Niemals ist dieses Auto gerade 800 km/h die Rampe runtergefahren. Niemals. Und wir sind sogar perfekt gelandet. Bro. Was ist das für ein Wagen? Hä? Ich dachte, das ist eine Schrottkarre. Guckt bitte an. Ey, das ist ja mit das schnellste Auto, was ich jemals in GTA gesehen habe. Check ich ja gar nicht. Ey, oha. Wow. Geile Karre. Gefällt mir richtig gut. Undercover mit zwei Miniguns. Ja, schönes Auto. Habe ich irgendwas verpasst, Leute? Oder wieso ist der Typ jetzt auf einmal bei der Polizei? Und wieso haben wir hier... Okay, ich glaube, der macht so auf Fake. Oh. What? Das ist noch... Das Auto ist noch schneller als gerade das Auto? Nein, niemals. Ich dachte gerade, guck mal hier, der Turbo, aber der fährt nur 539. Ja, eigentlich langsame Karre, muss ich sagen. Sehr langsam. Können wir damit einen Backflip machen, locker Backflip, Leute, und direkt ist auf der Straße dann. Pass auf, hier perfekt, direkt zum Einsatz. Hier vorne ist ein Einsatz. Wir sind da, hallo, guten Tag. Oh. Sunny, du bist diesmal für was anderes zuständig. Du musst mehrere Aufgaben erfüllen, um dich zu beweisen, um ein Wächter zu werden. Hä, Wächter werden? Jungs, ich will kein Wächter werden oder hier bei euch mitmachen. Nicht als Mitspieler und nicht als Aufpasser. Stani, wir haben dich auserwählt als Wächter. Du musst die Aufgaben erfüllen, um hier lebend rauszukommen. Welche Aufgaben muss ich erfüllen? Muss ich jetzt hier wieder grünes Licht, rotes Licht oder was spielen? Ich kenne doch bereits alles. Ich hab durchgespielt schon. Nein, Stani, du musst andere Aufgaben erfüllen. Du musst die Rampe bezwingen mit dem Squid Game Autos. Spring über die ganze Karte, um das Ende freizuschalten. Geh durch die Tür und du wirst es erreichen. Hä, Leute, Alter, was... Ja, okay, ich gehe durch die Tür. Leute, was ist das? Keine falsche Bewegung. Leute, was ist das jetzt hier? Okay, wir gehen jetzt durch die Tür. Wir sollen irgendwas freischalten. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas anderes diesmal? Wir sollen Wächter werden? Was soll die Scheiße? Okay, Leute, ich werde es einfach machen. Let's go! Hä? Was? Warum habe ich diesen komischen Anzug auf einmal an, Leute? Und wo bin ich? Hä? Hier ist alles... Wow! Wow, wo bin ich?
nein, die Typen haben mich diesmal voll im Kasten, Leute. Ich soll wahrscheinlich für die arbeiten oder so. Na gut, okay, wenn ich... Ey, Leute, das wäre überkrass. Überleg mal, wir werden uns das Vertrauen der Squid Game Veranstalter zusammenholen. Boom, und dann werde ich da zuschlagen, Leute. Ich werde die alle entlassen, ich werde die alle fertig machen. Ich werde meine eigenen Squid Games machen. Ich bin jetzt echt gespannt, was die von mir haben wollen. Ich habe keinen Bock mehr hier auf die ganzen Spielchen. So, ich bin jetzt hier. Und was wollt ihr von mir? Ich habe doch schon alles gewonnen. Bin ich jetzt ein Extraspieler oder was? Schlani, du hast Squid Games gewonnen und bist damit in die nächste Stufe aufgestiegen. Ich werde dir jetzt zeigen, was du zu machen hast. Ey, ich will bei dieser ganzen Scheiße hier gar nicht mit dran teilnehmen. Ich will nach Hause. Du hast die Wahl. Du bist ein Spieler. Und du musst auch das nächste Level erreichen, um in die Endstufe zu kommen. Dort wirst du der Anführer der Squid Games. Es gibt kein Zurück. Was ist denn jetzt, Leute, wenn ich die Aufgaben nicht schaffe? Was passiert denn mit mir? Wenn du es nicht schaffen solltest, dann wirst du disqualifiziert und du weißt, was das heißt. Oh mein Gott, nein, Leute, ich will nicht disqualifiziert werden. Ist egal. Egal, welche Aufgaben die Typen mir geben, wir werden es auf jeden Fall schaffen, ich bin mir sicher. Was muss ich jetzt machen? Erklär mir meine Aufgabe. Du musst über die Karte springen. Wenn du das geschafft hast, dafür hast du insgesamt 10 Anläufe. Wenn du das in 10 Anläufen nicht geschafft hast, wird Stani Performance und du disqualifiziert. Solltest du das doch schaffen, dann wirst du aufsteigern. Das Auto steht bereit. Laufe jetzt nach vorne. Ein Auto steht bereit? Leute, ich sag euch ganz ehrlich, egal was das sein soll... Oh mein Gott, was ist das denn da? Was ist das hier? Ist das das Auto oder was? Nee. Hast du so einen Zuganhänger mit irgendwelchen Klamotten drauf? Ey, Leute, wir sind jetzt hier ganz deep in diese Squid Game-Scheiße drin. Ich habe gar keine Lust mehr darauf. Aber wir sollen über die komplette Karte springen, meinte der doch, oder? Okay, das ist... Bro, ist das hier so ein Sonder-Squid Game-Auto oder was? Das ist ja ganz merkwürdig. Gut, okay. Jungs, wollt ihr da nicht lieber runterkommen? Das könnte ja ziemlich gefährlich werden, wenn wir jetzt hier die Rampe runterfahren, Alter. Ich weiß ja nicht, aber okay. Und mit dem Auto soll ich jetzt über die Map fliegen? Ey, das ist doch übelst die Scheiße, Leute. Das ist doch übelst der Müll. Ey, wie soll ich das schaffen? Ja, gut, okay. Ich werde es probieren, Leute. Das ist mein erster Versuch. Insgesamt 10 Versuche habe ich. Aber Squid Game! Wow, wow. Alter, der ist ganz schön schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Leute. 300 km/h? Wow! Wow, oh, 340? 300? Oh, das war's gewesen. Mehr bringt er nicht. Schafft ihr 400? Nee, schafft ihr niemals, Alter. Oh, Jungs, ihr sollt euch lieber anschauen. Oh, Leute, dem macht das gar nichts auf. Hoho. Let's go. Oh. Shit. Ey, Leute, ich hab die Idee. Ich hau einfach ab, Alter. Ich steig einfach aus und mach mir der Scheiße nicht mit. Haha. Hä? Was mach ich schon? Gut, einfach her teleportiert. Ich kann nicht mal abhauen, Leute. Ich kann nicht mal abhauen. Was soll die Scheiße? Ja, okay. Ich bin jetzt gespannt, was das zweite Auto ist. Ey, du musst mir schon ein besseres Auto geben. Kümmere dich um das zweite Auto. Ja, okay, Alter. Zweite Auto. Ich guck, was das für ein Karre ist. Ich bin gespannt. Der zweite Versuch. Ihr wisst, insgesamt haben wir nur 10 Versuche. Oh nein. Ist das das Auto, mit was die Leute abgeholt worden sind, Alter? Und dann da drinnen so ein Schlafmittel irgendwie? Oh mein Gott, Leute. Das ist wirklich, glaube ich, die Karre, Alter, wo die zum Anfang dahin gefahren worden sind. Obwohl, eigentlich müsste das an der Seite so eine Schiebetür sein. Keine Ahnung, vielleicht wurde das hier umgebaut oder so. Und hier stehen auch wieder so eine... Ey, kommt da lieber runter, Leute. Das könnte ganz schön gefährlich. Wow, der hat Boost sogar. Let's go. Okay, ey, guck mal hier, auch hier. Der hat richtig Auspuff hinten dran, Leute. Wow. 539. Alter, was ist das denn, Leute? Das Ding geht richtig ab, die Typen. Oh, das sind der übelste Windbreaker. Langsam verstehe ich, wie es... Die geben mir immer... Wow. Die geben mir immer mehr Chancen, weiterzukommen. Oh, nein. Nein, ich verkacke, Leute. Ich verkacke. Oh, hoch. Wow. Oh, nein. Der Boost ist vorbei. Nein. Ich hab's verkackt, Leute. Ey, ich hätte safe mit dem Auto einmal über die ganze Karte geschafft. Mann, ey. Ich bin schlecht.
absolut meine Schuld gewesen. Und das nächste Auto wird safe keinen Boost haben oder so. Ich krieg durch. Hä, Leute, wo sind die hin? Warum steht da jetzt die komische Frau? Oh nein, ey, das sieht schon wieder richtig doof aus. Was ist jetzt schon wieder? Stell dich hinter die Linie. Für das nächste Auto spielst du grünes Licht, rotes Licht, um es zu bekommen. Oh nein, Leute, ich soll grünes Licht, rotes Licht spielen. Deswegen haben die wahrscheinlich hier die Puppe geholt, weil die natürlich alles durchscannt. Okay, Leute, wir haben das schon ein paar Mal geschafft. Ich werde es auch wieder schaffen. Oh, Leute, das geht los. Okay. Oh. Oh. Ey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich schaff das. Weiter geht's, schnell, 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 schnell. Oh. Stehen bleiben. Oi. Ja, Bro. Ihr braucht mich nicht mehr testen. Ich kenn doch schon die ganzen... Ich kenne doch schon die ganzen Spielchen hier. Zu einfach für mich. So, jetzt kann ich gleich weiterrennen. So, grünes Licht, rotes Licht. So, Mädchen, ich komme und dann will ich mein Auto haben. Ich bin echt gespannt, was das für eine Karre ist. Let's go! Hä? Wo ist jetzt das Auto? Ich bin durch! Dreh dich um, dann musst du das Auto sehen! Hä? Was? Hä, da steht wirklich ein Auto? Hä, das habe ich gar nicht gesehen! Ja, okay, dann steige ich da jetzt ein, aber... Hä? Was? Was will das Mädchen? Jetzt, Leute, ist das hier jetzt irgendwie eine komische Rätselaufgabe? Hä, was willst du von mir? Nein. Wie, ich soll mit dem Auto fahren? Ja, okay, ich steig ein, Alter. Warte. Ey, Leute, die hat sich hier jetzt einfach mit reingesetzt. Haben wir jetzt ein Laserauto oder was soll das sein? Ey, das ist ja... Ist das das Auto von diesem Mädchen oder was? Leute, das ist ja absolut geisteskrank. Was ist das für eine coole Karre? Okay, ich bin gespannt, was das Ding drauf hat. Vielleicht können wir jetzt damit endlich über die Karte fliegen. Ey, guck mal, der Auspuff, Leute. Der glüht sogar richtig. Let's go. Das Ding wird wahrscheinlich richtig Power haben. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was die Gurke drauf hat, Leute. Welcher Versuch ist das? Der dritte? Ich glaube, der dritte, vierte, weiß ich nicht. Ist auch egal, Leute. Wir werden es schon vor den 10 Versuchen auf jeden Fall schaffen. Ich drücke jetzt voll durch. Wow. Was? Was? Wie geht denn das Ding ab? Wow. Ich dürfte nicht verkacken. Bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Ey, 600 fährt das Ding. Alter, das ist ja geisteskrank. Das ist geisteskrank, Leute. Wow. Ey. Das war ja gar nichts gewesen, ey. Das war ja absolut schlecht. Ich habe euch doch gesagt, Freunde, durch den Boost. Ich hätte mit dem Boost komplett rüberspringen können. Und jetzt? Jetzt komme ich nicht mal ansatzweise rüber. Alter, du musst mir jetzt mal bessere Autos geben. Ich brauche eine bessere Karre, um darüber zu fliegen. Komm, bitte, bitte. Irgendwas Geiles. Wow. Ist das die Squid Game Rakete? Das sind May Games? Ist das vielleicht irgendwas anderes jetzt? Ey, Leute, ich dreh durch. Ich dreh absolut durch. Was ist das? Ey, wenn wir es damit nicht schaffen, über die Karten zu fliegen, dann wahrscheinlich mit gar keinem Auto. Oh, okay, ich werde direkt loslegen. Mit der können wir in Perspektive überhaupt machen? Oh mein Gott, wir sehen nichts, Freunde. Wir könnten damit wahrscheinlich durchs All fliegen oder so. Ich hoffe, die hat Boost. Bitte. Okay, Leute. Ich habe jetzt nochmal zurückgefahren. Jetzt geht's auch schon los. Es geht runter. Oh, drück die Daumen. Wow, was ist... Leute... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wow! Oh mein Gott! Wir fliegen! Wir schaffen es! Ich muss boosten! Nein! Oh mein Gott! Wie schnell fährt das Ding bitte? Was? Wir haben das doch nicht mal mit einer... Ey, Leute, scheiße, Mann. Aber oh, das Ding fährt doch schon 2000. Wie kann man das denn damit nicht schaffen? Ich verstehe es nicht. Ey, das hat doch schon so einen Boost. Oh, guckt euch das an. Warum habe ich das nicht geschafft? Hä? Ich bin zu schlecht. Es muss jetzt irgendwas, irgendwie ein Wunder muss jetzt passieren, Leute. Ich spring raus. Ja,
noch wenige Versuche bleiben dir übrig, Stani. Ja, alles gut, Mann. Ich geb doch alles. Ihr gebt mir auch die schlechtesten Autos. Wie soll ich das schaffen? Damals, ich hab's schon ein paar Mal über die Map geschafft zu springen. Ey, Leute, was ist das denn für eine Karre da wieder? Ich dreh durch. Das sieht immer schlechter aus. Shit, ey. Hä? Leute, die Rampe geht langsam kaputt. Ey, nicht, dass die Rampe jetzt wird's immer schwieriger. Jetzt haben sie so... Oh, das Ding fährt direkt los. Was ist das denn? Nein! Ist egal, Leute, ich werde Vollgummi geben. Nur 539, nur 539, aber vielleicht... Ja, er hat Boost, Leute. Jetzt kann ich ihn holen. Jetzt kann ich ihn holen. Leute, jetzt muss ich... Ich muss besser fliegen jetzt. Ja. Oh mein Gott, jetzt habe ich's. Ey, das fliegt sich wunderbar. Ohne Probleme fliege ich damit über die Karte. Ich verliere die Kontrolle. Ich verliere absolut die Kontrolle. Und die Mädels werden gleich runterknallen. Aber ich bin noch in der Luft, Freunde. Ich bin in der Luft. Und ich hab's doch. Ich kann's. Nein, nein, nein. Ich kann's. Ich hab's gerettet. Ja, ich hab noch nicht den Boden berührt. Ich hab nicht den Boden berührt. Nein, nein, nein. Das zählt nicht. Okay. Wir schaffen's über die ganze Karte. Das ist die Challenge. Das ist die absolute. Nein. Oh mein Gott. Gott, aua, 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 oh mein Gott, wir haben sogar eine... Scheiße, wir sollten lieber weg... Oh, die rastet aus, Leute! Wow! Scheiße, Mann, ich hab richtig Schiss. Aber wir haben es fast geschafft, Leute. Wir waren schon echt weit gewesen. Ich bin positiv überrascht. Ich weiß gar nicht, welches Auto das jetzt ist, Freunde. Wir werden spätestens merken, wann das Ende gekommen ist, wenn die hier komplett durchdrehen wahrscheinlich. Ich muss den gleich echt mal fragen, was für ein Auto das jetzt hier ist. Ey, das ist ein Lego-Auto. Was soll das denn jetzt so werden? Wie soll ich denn mit einem Lego-Auto über die Karte fliegen? Okay, aber ist egal, Leute. Vielleicht hat das ja irgendwelche... Okay, jetzt weiß ich warum. Bro, das Ding ist... Na ja, super. Super! Die ersten Wow, was? Leute, das Ding... Ey, das ist schnell, aber es ist unlenkbar. Es ist halt nicht lenkbar, das ist halt das Problem. Ich muss im letzten Moment Fullgummi geben. Jetzt. Egal was kommt! Oh mein Gott. Okay, warte. Wir schaffen es. Oh, wir haben aber keinen Boost, Mann. Doch, wir haben... Nein, wir haben keinen... Ey, ja, oha. Ey, was ist das denn für ein kleiner Boost, Mann? Scheiß Lego-Auto, Leute. Das ist eigentlich schnell, aber... Guck mal, das... Na, jetzt brennt es auch noch. Wir müssen schnell raus hier. Oh mein Gott! Stani, das ist dein letztes Auto! Hä, das ist mein letztes Auto? Was labert der für eine Scheiße? Er hat doch gesagt 10 Autos! Egal, die machen wahrscheinlich ständig ihre neuen Spielregeln. Müssen wir wohl nach den Spielregeln spielen. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht jetzt ein richtiges Auto kriegen. Nein. Leute, mit der Karre... Müssen wir jetzt alles geben, einmal über die komplette GTA-Karte fliegen. Ich werde dich beobachten. Shit, Leute. Der ist hier auf dem Auto auf einmal drauf. Okay, gut, okay, Boss. Ich werde alles geben, Boss, Alter. Okay, Leute, mein letzter Sprung. Seid ihr bereit? Ich gebe alles. Okay. Wow. Nur geradeaus. Alter, okay. Alter, wie schnell ist das Ding? Alter, wie schnell ist das? Wow! Okay, Leute, ich merke, das Auto ist richtig schnell, Leute. Das Ding ist, wir können es vielleicht rüber boosten. Hoch, ja, Mann! Oh Gott, der Boost ist hier extrem stark. Wir müssen es nur über die ganze Karte schaffen. Ich werde es schaffen. Wir sind noch gut. Ja! Wir sind richtig gut dabei. Oh, da kommt der Berg, Leute. Wir müssen irgendwie über den Berg kommen. Er muss sich richtig drehen. Und hoch. Let's go, Leute. Hey, ich muss vielleicht ein bisschen besser lenken. Ich gehe geradeaus weiter. Hör. Ja, hier nochmal die schönen Booster oben nehmen. Ey, wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es wirklich. Wir fliegen hier nicht wirklich gerade über die komplette GTA-Map. Im Einflug, Leute. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Glaubt mir. Und ich werde das Ding perfekt da hinten landen. So ein Ding wird das sein. Ich habe euch versprochen, ich werde es schaffen. Boah, Leute, das machen wir richtig gut.
Jetzt müssen wir eigentlich nur noch runterkommen. Alter, wie weit sind wir jetzt? Bin ich gerade geflogen. Ey, ich bin einfach der perfekte Stuntman. Oh mein Gott, wir kommen absolut perfekt. Absolut. Oh, oh. Wow. Oh, oh mein Gott. Nein. Wir können über Wasser fahren? Was? Okay, was soll ich machen? Fahr weiter über Wasser, bis das Ende naht. Okay, ich soll weiterfahren? Alter, ich... Okay. Egal, was ist, Leute, ich fahr weiter. Wo soll ich denn hinfahren? Hä? Das ist ja absolut krank, was wir hier gerade machen. Fahren wir jetzt von der Insel in die Stadt, oder was? Leute, was... Wow, wow. Guckt euch das an, ich baller hier über die Wellen rüber. Oh, was passiert hier? Oh, Leute, wow. Oh mein Gott, Leute. Wir sind jetzt der neue Squid Game Anführer, oder was? Warte mal, ich will mal gucken, ob ich denen jetzt die Kommandos geben kann. Ich bin jetzt euer neuer Boss. Ich habe die Challenge bestanden. Folgt mir. Folgt mir alle. Oh mein Gott, Leute. Ey, Alter, ich bin gespannt, ob die jetzt wirklich alles machen. Wer, denkt ihr, die werden auch die Rampe runterrennen? Folgt mir, meine Armee. Folgt mir die Rampe runter. Ey, Leute, das werden die doch niemals machen, oder? Oh mein Gott. Oh, was, was, was? Was? Ey, die folgen mir wirklich. Springt die Rampe runter. Spring runter. Alter, die sind komplett krank, Leute. Die machen auf einmal alles, was ich sage. Nein, nein, nein. Guckt euch das an. Wie wild ist das denn? Alle runter mit euch. Ich befehle euch das. Oh, shit, Leute. Die gehen wirklich die Rampe runter. Oh, sorry, Bro. Ey, Leute, das ist absolut geisteskrank. Wir haben es geschafft. Wir sind der Boss von Squid Games. Wow. Lasst ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen. Tschö mit Ö.